Mach gut, Stan. Du kennst Stan. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Bugünkü webinarımız iştirakçıları Yaş Fermerler kanalını kuzatıp öğretken obunacılarımız. Bugün sizler bilen Uman Yaş Fermerler'in yangi bir loyihası Agra Mentor'ın navbatdagi sonunda görüştürgenimizden kursama. Bugünkü mehmanımız Janob Matthias Wangler. Guten Tag, Herr Wangler. I'm glad to see you. Yana shu bilan birga bugun o'sha asosiy hamkorlarimizdan biri shu Frank O'zbekistonning Frankfurtdagi bosh konsuli Nuriddin Akamajonov ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum Nuriddin aka. Assalomu alaykum aka. Bosh konsul xondan konsulman, Mamajonov. Bugungi mavzuyimiz hayotda va ishda mas'uliyat yer va qishloq xo'jaligining kelajagi uchun deb nomlanadi. Janob Matthias Wangler bilan biz yosh fermerlar kengashi 1 yildan ortiq davomida asosiy hamkor sifatida ish olib boryapti. Ko'plab ishlar amalga oshirdik O'zbekiston yoshlari uchun, qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan yoshlar uchun, qiziqadigan yoshlar uchun. Ayniqsa mana Toshkent viloyati Jizzaxda yosh fermerlar innovatsion maktabini ochishda o'zi janob Matthias Wangler bosh qosh bo'lib katta homiylik ko'rsatdilar. Alohida tashakkurnomamizni bildiramiz. Janob Matthias Wangler so'z berishdan oldin Nuriddin aka Mamajonov bir oz o'z bir fikr bildirsangiz-da, keyin bugungi asosiy mavzuga o'tsak. Katta rahmat. Hurmatli Mahmud aka, Zagata Herr Wangler. Es freut mich, heute hier Sie zu sehen und zusammen so was eine schöne Veranstaltung zusammen zu machen. Ich bin sicher, dass das bringt entsprechende Vorteile für usbekische, diese junge Landwirte, die in der Tat in Usbekistan ihre Unterstützung bekommt. Usbekistan Yosh fermerlar kengashiga tashakkur, o'zimni tashakkurnoman bildirmoqchiman. Albatta, bu sizlarni bu kabi tadbirlaringiz o'sha sohaga yangi kirib kelayotgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashda, ularga yangi bir g'oyalar, ideyalar berishda juda ham ahamiyatli deb hisoblayman. Und ich bin sicher, Herr Wangler, dass die Unterstützung von der Seite von dieser Herr Inoyata und sein Amt und von Sparkassenstiftung, sowas schöne Projekte, bringt unbedingt die Vorteile für usbekische junge Generationen, die in der Tat wollen in Zukunft entsprechende Projekte in Landwirtschaft machen wollen. Und dafür bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Va o'ylaymanki, bugungi tadbir davomida bizni mana shu germaniyalik hamkorimiz nemis tajribasini bo'lishgan holda Germaniyadagi tabiatni asrash, unga mehr bilan munosabatda bo'lish va nihoyat bundan o'sha kelajak avlodga vatanimizni sof, toza va rivojlangan holda yetkazib berish uchun qilinadigan ishlarga o'zini takliflarini beradi degan umiddaman va bu albatta biz yoshlarimiz uchun, o'sha fermer qishloq xo'jaligida ishlayotgan yoshlarimiz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Katta rahmat. Rahmat sizga. Bugungi mavzuyimiz juda qiziq. Haqiqatan ham Nuriddin aka, umuman tabiat, insoniyatni tabiat bilan bog'liq jihatlari, umuman bugun 3000 yillik davrda, insoniyatda bugun yashayotgan bir davrda ekologik tabiat bilan bog'liq ko'plab muammolarga duch kelyapmiz-da. Masalan, o'zimizda mana Orol muammosi yoki mana chet elda yana qolaversa mana bugungi holat mana shu koronavirus pandemiyasi davrida ham bu ham qanaqadir bir tabiatga bog'liq jihatlari bor. Bu shu tashabbusni qilib janob Matthias Wangler o'zlari fikrlarini bildirganda shu taklif berganimizda yo'q deyman, o'zlarini shu bilimlarini O'zbekiston yoshlari uchun bo'lishaman deb nima deydi niyat qildik va bu uchun alohida katta rahmat aytamiz Matthias Wangler'ga. Navbat bo'lmasa Matthias janob Matthias Wangler'ga beramiz. Jetzt hat das Wort Herr Wangler, bitte. So.
Ja, guten Tag, sehr verehrter Herr Konsul in Deutschland. Herzliche Grüße hier aus Taschkent nach Frankfurt. Dankeschön. Kadarli Konsul, Kadarli Nuruddin, Usbekistan'dan sizge Frankfurt'ge alakta salamıyla kolamız. Es ist eine große Ehre für uns und auch für die Teilnehmer, dass der Konsul vom Generalkonsulat von Usbekistan in Deutschland am Samstag an einem solchen Webinar teilnimmt. Das ist vorbildlich. Danke dafür. Biz alohida minnatdorchilik bildiramiz ki biz uchun ham va ishtirokchilar uchun ham bu katta sharaf. O'sha shanba kuni bo'lishiga qaramasdan bosh konsulning o'zi shaxsan ishtirok etayotganligi va buning uchun alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz sizga. Grüße ganz herzlich Herrn Mahmud Inayatov als Vorsitzender des Pharma-Rates und Koordinator unserer Zusammenarbeit. Ganz herzlich willkommen. Danke für die Organisation, lieber Mahmud. Samimiy salomlarimizni, demak, yosh fermerlar, O'zbekiston yosh fermerlar kengashi raisi hamda loyihamizning koordinatori janob Mahmud Inoyatovga ham va tashkil qilganliklari uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz bu kishiga ham. Die wichtigsten Personen sind aber die jungen Menschen von Usbekistan, die jungen Menschen der Jugendunion und insgesamt alle jungen Menschen im Lande. Lekin asosiy o'sha bizning ishtirokchilarimiz, asosiy bizning qatnashchilarimiz bular O'zbekiston yoshlar ittifoqining yoshlari, umuman O'zbekistonlik yoshlar hisoblanadi. Gerade hatten wir vor wenigen Tagen ja den bedeutenden Tag der Jugend gefeiert und deswegen ist es schön, dass wir uns heute direkt an so viele junge Menschen wenden dürfen. Alle ko'p bo'lgani yo'q, O'zbekiston yoshlari yoshlar kunini nishonlagani va ana shundan keyin birdaniga uchrashganimiz bizga juda ham qulay. Im Gegensatz zum verehrten Herrn Konsul spreche ich nicht Usbekisch, sondern nur Deutsch. Und deswegen wird mein Kollege Abdulaziz alles übersetzen. Konsuldan farqli ravishda men O'zbekcha gapira olmayman, shuning uchun Abdulaziz tarjima qilib turadi. Ich bedanke mich beim ganzen Team hier, die mich alle heute unterstützen in der Technik, in der Übersetzung und auch sonst. Jamoamdagi barchaga bugungi o'sha texnik ko'magi uchun va tarjimada yordam berib turganligi uchun alohida minnatdorchilik aytaman. Ja, liebe Freunde, liebe junge Menschen aus Usbekistan. Qadrli do'stlar, qadrli O'zbekistonlik yoshlar. Mein Name ist Matthias Wangler. Ich komme aus Deutschland. Men Matthias Wanglermann, Germanerlikman. Bin 62 Jahre alt. Habe 46 Jahre Berufserfahrung. 46 yillik kasbiy tajribaga egaman. Und davon bin ich jetzt ein Jahr in Usbekistan. Va shundan bir yilini mana O'zbekistonda o'tkazmoqdaman. Bedanke mich bei allen Menschen und beim Land für die freundliche Aufnahme. Ich fühle mich hier richtig wohl. Es ist meine neue Heimat geworden. Mamlakatdagi barcha insonlarga va barchaga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, men o'zimni bu yerda juda yaxshi his qilmoqdaman. Deutschland und Usbekistan führen ja viele gemeinsame Projekte durch. Wir haben ein neues seit einem Jahr. Germaniya va O'zbekiston birgalikda juda ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda. Biz mana bu yerda 1 yildan beri faoliyat yuritmoqdamiz. Alles basiert auf der Freundschaft der beiden Völker, die so wichtig ist. Va buning barchasi har ikkala mamlakatning do'stona bo'lgan do'stona asosida bo'lyapti. Bei diesem Projekt geht es um die Stärkung des Agrarsektors und der gesamten ländlichen Entwicklung. Bizning loyihamizda agrar sektorni kuchaytirish va qishloq hududlarini rivojlantirish haqida gap boradi. Unter anderem auch durch natürlich durch Aus- und Fortbildung und auch durch adäquate Finanzdienstleistungen. Albatta, qolaversa bundan tashqari malaka oshirish, bilim berish va yetarli darajada moliyaviy ko'maklarni taklif qilish orqali. Wir machen sehr, sehr viel Ausbildung mit unseren Partnern. Va biz o'zimizning hamkorlarimiz bilan juda ko'p o'quv tadbirlari o'tkazamiz. Unsere Partner sind die Jugendunion von Usbekistan. Bizning hamkorlarimiz O'zbekiston yoshlar ittifoqi und die drei staatlichen Banken Halk Bank, Mikrokreditbank und Agrobank. Uchta davlat banki, Halk banki, Mikrokreditbank va Agrobank. Im Zentrum allen Interesses stehen die jungen Menschen der Jugendunion von Usbekistan, insbesondere im ländlichen Raum auf dem Agrarsektor. Barcha yoshlarning manfaatlarining asosiy diqqat markazida o'sha qishloq joylardagi yoshlarning ham diqqat markazida, demak, O'zbekiston yoshlar ittifoqi turibdi. Wir haben dazu schon sehr, sehr viele erfolgreiche Seminare durchgeführt. Va biz birgalikda juda ham ko'p muvaffaqiyatli seminarlarni o'tkazdik. Im Moment arbeiten wir in den Pilotregionen Taschkent Oblast mit dem Zentrum in Nurofshan und in Chizakh. Da waren wir gerade eben gewesen. Biz hozirda pilot hududlar hisoblangan Toshkent viloyati va yaqindagina o'sha tadbir o'tkazib kelgan Jizzax viloyati bilan birga ishlaymiz.
Ich komme und das Projekt kommt von der größten Bankenorganisation, der größten Finanzgruppe in Deutschland und fast der ganzen Welt. Men va loyiham, demak, o'sha Yevropada yirik hisoblangan o'sha banklar, o'sha moliyaviy guruh tomonidan moliyalashtiriladi. Sie heißen Sparkassen. Ular jamg'arma kassalaridir. Es ist ein riesengroßes Finanzunternehmen, dem fast alle Menschen Deutschlands sind dort Kunde. Bu juda yirik moliyaviy tashkilot hisoblanadi va Germaniyadagi barcha insonlar, barcha fuqarolar ularning Sparkassen beschäftigen 300.000 Menschen und haben 12.000 Filialen überall im Land. Jamg'arma kassalarida 300 mingga ortdan ortiq xodim faoliyat yuritadi va mamlakat bo'ylab 12 mingta filialga ega. Und sie sind eine Bankenorganisation, die eng mit den Menschen und der Region verbunden ist. Ular shunday bank tashkilotiki, ular uzviy ravishda insonlar bilan va insonlarga juda yaqin ravishda ishlashadi. Die Entwicklung der Regionen unterstützt. Ular o'sha hududning hududlardagi hududlarni qo'llab-quvvatlashadi. War dort lange Vorsitzender einer Sparkasse und kann deswegen sehr, sehr viele Erfahrungen beitragen in Usbekistan. Vor allem die Erkenntnis, dass für die weitere Entwicklung, für den Fortschritt eines Landes, vor allem die Bildung der Menschen auf dem ökonomischen Sektor von großer Bedeutung ist. Birinchi navbatda mamlakatning rivoji uchun avvalambor iqtisodiy bilimlar, iqtisodiy ta'lim juda ham muhim o'rin tutadi. Dann geht es aber auch um Geld, um Kapital, um Kredite. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und dann geht es albatta pul, kapital va kreditlar va alohida rol o'ynaydi ular ham. Zahlreiche Seminare haben sich mit diesen Themen beschäftigt. Va bir qator seminarlar bu mavzular bilan bir qator seminarlar o'tkazdik bu mavzularga doir. Liebe Jugend von Usbekistan. Qadrli o'zbekistonlik yoshlar. Heute geht es nicht um ein fachliches Thema, sondern um ein großes Generalthema. Bugun biz u bir maxsus professional mavzuga to'xtalmaymiz, biz bugun umumiy ravishdagi bir mavzuga to'xtalamiz. Ein Thema, das ganz besonders die jungen Menschen betrifft und deren Zukunft und damit die Zukunft auch der Welt. Bu mavzu shunday mavzuki, bu aynan yoshlarga tegishli, yoshlarga daxldor bo'lgan mavzu va aynan nafaqat yoshlarga va butun dunyoga daxldor bo'lgan mavzu. Ich beschäftige mich jetzt dann mit dem Thema Verantwortung im Leben und Arbeiten. Va men bugun hayotda va faoliyatda mas'uliyat mavzusiga shug'ullanaman. Verantwortung heute und für die Zukunft der Erde. Bugungi mas'uliyat va yerning kelajagi uchun bo'lgan mas'uliyat. Dabei spielt die Landwirtschaft an den meisten Punkten eine ganz große Rolle. Va bu o'rinda qishloq xo'jaligi yetakchi o'rin tutadi. Der Titel zeigt schon, es geht nicht nur um heute, was machen wir heute oder was machen wir nächste Woche, sondern es geht um die gesamte Zukunft. Va bu yerda aytilgandek, faqatgina bugun emas, demak, barcha gap kelajak haqida borish kerak. Ich werde jetzt viele Darstellungen machen und Informationen geben und danach befreue ich mich natürlich, wenn viele Fragen kommen. Men bir nechta rasmlar, bir nechta lavhalar ko'rsataman va o'z fikrlarimni aytaman. Undan keyin esa savollarni eshitishdan juda ham mamnun bo'lardim. Die dann später in den Chat eingestellt werden sollen. Bu savollaringizni marhamat qilib chatda yozishingiz mumkin, qadrli ishtirokchilar. Ich will kurz einfach hinausrufen in das Land, hört ihr uns alle, hört ihr mich, dann bitte vielleicht in dem Chat auf Plus gehen und sagen, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, qadrli ishtirokchilar, chatda plus belgisini qo'yib o'z munosabatingizni bildirib qo'ysangiz. Ja, bitte jetzt nächste Seite. Bitte Seite 2. Maxim? Ja, Seite 2. Ja, liebe Freunde, die Erde mit ihrer ganzen Schönheit, mit ihrer Vielfalt und mit den großen Wundern, sie existiert jetzt schon seit vielen, vielen Hunderten von Millionen Jahren sogar. Qadrli do'stlar, yer o'zining go'zalligi, rang-barangligi va ajoyibotlari bilan bir necha yuz millionlab yillardan beri mavjuddir. Die Wissenschaftler sagen, die Erde existiert seit 4,6 Milliarden Jahren. Olimlarning fikricha, yer yuzi 4,6 milliard yil oldin paydo bo'lgan ekan. Und hier sind einige Bilder, die diese Schönheit, dieses Wunder der Erde einmal noch uns vor Augen führen sollen. Mana sizning qarshingizda mana bu yerda hozir keltirilgan rasmlar bu o'sha yerning ajoyibotlarini ko'rsatib turgan, go'zalligini ko'rsatib turgan rasmlardir. Die Erde ist ein lebender Planet, der sich in den Epochen über die Zeiten hinweg ständig auch verändert.
Demak, yillar davomida o'zgarib turgan, o'sha davrlar davomida o'zgarib turgan yashovchan sayyoradir yer. Es gab Eiszeiten, wie Sie aus der Schule wissen. Siz maktab davrida bilasizki, muzlik davri ham bo'lgan. Und so hat sich im Laufe der Zeit nach diesen Epochen das Leben auf in allen Arten entwickelt. Demak, bir necha davrlar o'tgani sari o'sha yer yuzasi rivojlanib boravergan. Sie sehen ein Bild mit dem Wasserfall. Wasser ist ein zentrales Thema auch heute. Mana ko'rib turibsiz, sharshar rasmini ko'rib turibsizki, suv mavzusi bugun asosiy markaziy mavzularimizdan biridir. Leben gibt es nur, wenn es Wasser gibt. Hayot faqatgina suv bo'lgandagina mavjuddir. Es ist das kostbarste Gut der Welt. Bu juda qimmatbaho boylik hisoblanadi. Und auch die Thematik Wasser ist in Usbekistan ja ein großes Thema. Suv mavzusi O'zbekistonda ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Ich will euch als jungen Menschen noch einmal vor Augen führen, dass unsere, wie wir gerne sagen, Mutter Erde ein reicher Planet ist. Men sizning yosh siz yoshlarning ko'z oldingizga ona zamin degan bir tushunchani keltirib o'tmoqchiman. Mit unglaublich vielen unterschiedlichen Landschaften, tollen Meeren, Bergen, Gletscher, Seen, Steppen, Wüsten und viel fruchtbarem Land. Demak, bu shunday bir landshaftlar, ya'ni shunday o'ziga nima borki, bu yerda muzliklar, tog'lar, daryolar, o'sha barcha tasvir o'sha landshaftlarni ko'rishingiz mumkin. Bitte nächste Seite. Sie sehen hier dieses wunderschöne Bild vom Stausee in Usbekistan als ein Zeichen, wie schön die Erde ist. Bu yerda o'sha ko'rib turibsiz, suv omborining rasmini ko'rib turibsiz. Bu O'zbekistondagi suv omborining rasmi. Juda chiroyli rasm. Ja, über viele Millionen von Jahren hinweg haben sich Ressourcen gebildet, Bodenschätze entwickelt, sich angesammelt, die einen ganz wertvollen Schatz für die Menschheit darstellen. Millionlab yillar davomida qimmatbaho xazinani anglatuvchi resurslar, asosan o'sha mineral resurslar rivojlanib, to'planib borgan. Kohle, Öl, Gas, Eisenerze und vieles mehr. Kumir, Neft, Temir, Temir rudasi va boshqalar. Dazu werde ich nachher noch einige sagen. Überall auf der Welt hat sich in den verschiedensten Zonen die Natur unbeschreiblich und toll umfangreich entwickelt. Turli xil mintaqalardagi hamma yerda o'sha tabiat tasvirlab bo'lmas darajada go'zal va rang-barang flora bilan rivojlangan. Ich war viel in den Bergen, selbst in den höchsten Bergen, ich war in der Schweiz, gibt es Blumen, gibt es Natur, gibt es Pflanzen überall. Men juda ko'p joylarda bo'lganman, juda hattoki eng yuksak tog'larga chiqqanman. U yerlarda gullar, u yerda tabiat mavjud. Es gibt Leben in der Wüste. Hattoki cho'llarda hayot bor. Im ewigen Eis. Hattoki o'sha doimiy muzliklarda. Überall ist Leben. Hamma joyda hayot bor. Und auf dieser Grundlage konnten sich Lebewesen in den unterschiedlichen Welten, Umwelten entwickeln und ernähren. Ana shunday asosga ko'ra barcha jonzotlar atrofimizdagi atrof muhit yashashi, barcha jonzotlar yashashi mumkin. Bitte nächste Seite. Als eines der größten Wunder, liebe Freunde, können wir die unüberschaubare Vielfalt der Tierwelt auf der Welt betrachten. Eng katta mo'jizalardan biri sifatida biz dunyo hayvonot olamining o'zgarmas xilma-xilligini ko'rishimiz mumkin. Die Veränderungen auf unserem Planeten haben aber auch großen Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt genommen. Sayyoradagi o'zgarishlar bu ham hayvonot, ham o'simliklar dunyosiga katta ta'sir ko'rsatdi. Manche Arten fanden keine Lebensgrundlagen mehr und sind ausgestorben. Andere haben sich dafür neu entwickelt. Bazı türleri, bularning bazı türleri yashovchilik manbalarini topmadilar va qirilib ketdilar. Boshqalari esa yangitdan rivoj topdilar. Nächste Seite bitte. Bekannt ist das Aussterben der Dinosaurier. Ma'lumki, mana umuman qirilib ketgan, yer yuzidan qirilib ketgan dinozavrlar. Aber liebe Freunde, das ist nur ein Symbol. Viele, viele Säugetiere heute stehen vor dem Aussterben. Dazu spreche ich nachher noch mit euch über Details. Qadrli do'stlar, bu faqatgina bir simvoldir. Juda ko'p sut emizuvchi hayvonlar yer yuzidan qirilib ketganlar. Men sizlarga keyinchalik batafsil to'xtalib o'taman bu borada. Eine der größten Bedrohungen der Erde und dazu kann auch die Landwirtschaft beitragen. Va albatta, bu yerda juda ko'p xavf-xatarlar mavjudki, aynan bu yerda o'sha insoniyatning ham o'ziga xos bo'lgan hissasi mavjud.
in der jüngsten Geschichte, der jüngeren Geschichte der Welt, spielt die Entwicklung des Menschen eine besonders große Rolle und ist beeindruckend. Şunun için ham insoniyat bütün tizim vaziyetdeki hayatın devamlılığı geleceği için ham o'ziga xos o'z mas'uliyat zimmasiga ega. Der Mensch, und das ist mir sehr wichtig, euch einmal noch zu sagen und bewusst zu machen. Der Mensch beherrscht heute vieles, aber er muss wissen, er ist nur ein Teil des Ganzen. İnsan bilishi kerak. İnsan faqatgina butun borliqning bir bo'lagi xolos. Er ist und bleibt ein Teil der Welt, nur ein Teil, aber ein wichtiger. U bir qismi hisoblanadi va shunday bo'lib qoladi, lekin muhim bir qismi hisoblanib qoladi. Macht euch mal Folgendes bewusst, die Erde gibt es seit 4,6 Milliarden Jahren. Tasavvur qiling. Turi unda 6 milliard yil bo'lgan yerning paydo bo'lganligi. Und der Beginn der Menschheit wird auf gerade einmal vor 7 Millionen Jahren taxiert. Lekin insoniyatning vujudga kelishi, insoniyatning paydo bo'lishi esa 7 million yil oldin boshlangan. Und Menschen, so wie wir heute, so ähnlich wie wir heute, gibt es seit erst 2 Millionen Jahren die ersten in Afrika. Va biz kabi, mana bizning ko'rishimizdagi kabi insonlarning paydo bo'lgani, demak, Afrika qit'asida deyilyapti bu yerda, demak, 2 million yil oldin paydo bo'lgan. Heißt, die Welt hat existiert weit, weit, weit überwiegend ohne Menschen. Dunyo mana ko'rib turibsizki, insonlarsiz qancha yillar oldin mana yer yuzasi paydo bo'lgan. Aufgrund dieser rasanten Entwicklung des Menschen und seiner Intelligenz, seines Wissens, das er erworben hat, ist er in der Lage, entscheidend Einfluss auf die Welt zu nehmen. Weil demek bu yerda o'sha o'zining insoniyat o'zining o'sha ongi bilan o'zining yashovchanligi bilan demak o'sha o'z katta ta'sirini ko'rsata oladigan kuchda. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass bereits 80% der Erdoberfläche ohne Meere durch den Menschen verändert und beeinflusst wurden. Demak, bu fan tarafdan ham, ilmiy jihatdan ham shunday asoslanganki, yer yuzasining, demak, suvlarsiz, dengizlarsiz, demak, 80% insoniyat tomonidan o'zgartirish kiritilgan. Dem Menschen kommt die herausragende Verantwortung für den Fortbestand der Erde und für die Zukunft des gesamten Systems zu. Demak, shuning uchun insoniyat butun tizim va yerdagi hayotning davomiyligi va kelajagi uchun salmoqli mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Bitte nächste Seite. Wir müssen uns immer vor Augen führen, jeder an seinem Platz, wo er ist, hier in Usbekistan und in der ganzen Welt. Folgende wichtige Erkenntnisse. Demak, biz hammamiz bitta narsani tushunishimiz kerakki, qayerda o'tirganimiz bo'lishimizdan, qayerdaligimizdan qat'iy nazar, quyidagi muhim tushunchalarni bilib olishimiz kerak. Alles auf der Erde hängt miteinander zusammen. Alles ist irgendwie gegenseitig voneinander abhängig. Dunyodagi hamma narsa bir-biri bilan bog'liq. Va hamma narsa nima bo'lsa ham inizlar bir-biriga o'zaro tobedir. Die Erde stellt ein großes globales Ökosystem dar. Yer butun bir global ekotizimni anglatadi. Kommt dabei etwas aus dem Gleichgewicht, also gibt es schwere Eingriffe in dieses System, so kann es zu einer Kettenreaktion kommen mit gravierenden Folgen. Agar bu muvozanatdan chiqib ketadigan bo'lsa, jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladigan zanjirli reaksiyaga olib kelishi tabiiydir. Der Mensch macht Eingriffe und deshalb kommt ihm auch eine ganz besondere Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft zu. Demak, buni tushungan holda, demak, o'zining ta'sirini o'tkazyaptimi? Demak, kelajakni shakllantirish uchun ham alohida mas'uliyatni inson zimmasiga o'z zimmasiga olish kerak. Er hat großen Einfluss, aber ist nur ein Teil. Demak, shunga qaramasdan inson tabiati katta ta'sirga ega bo'lsa qat'iy nazar, bir butun bir tizimning faqat bir qismi hisoblanadi xolos. Liebe junge Freunde, wir sollten uns Folgendes vor Augen führen. Qadrli yosh do'stlar, biz bu narsani ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Der Mensch kann viel beeinflussen, aber die Natur ist auf Dauer langfristig stärker. Inson ko'p narsani o'zgartirishi mumkin, lekin xohlaysizmi yo'qmi, tabiat hamma narsadan ustun kelaveradi. Die Natur wird langfristig gewinnen. Uzoq muddat tabiat har qanday holatda ham g'alaba qozonadi. Und dann ist die Frage, was bleibt für den Menschen langfristig? İnsan uchun uzoq muddatli nima qolishi mumkin? Aktuelle Probleme wie der Klimawandel und seine Folgen, aber auch wie Corona-Pandemie sind deutliche Zeichen, dass die Natur reagiert. Demak, bu yerda o'sha turli tabiiy ofatlar, mana bu pandemiya. Bu haqiqatan insoniyat o'zining ta'sirini ko'rsatib qoladi. Wir Menschen müssen begreifen,
dass wir auf der Erde leben dürfen, dass es ein Geschenk ist. Biz insonlar, bitta ham tushunishimiz kerakki, mana shu hayot yuzasida yashayotganligimiz bu biz uchun sovg'adir. Wir sollten uns verhalten wie ein Gast. Biz xuddi mehmon kabi o'zimizni tutishimiz kerak. Jeder Mensch verbringt mit Blick auf die Weltgeschichte ja nur eine winzige Zeitspanne auf der Erde. Insonning yashashi, insonning bu borligi faqatgina bir qisman vaqt nuqtai nazar bo'yicha juda kam narsadir. Und wir müssen wissen, wir alle sind davon abhängig, dass unsere Vorfahren über Tausende und Millionen von Jahren so gelebt und gearbeitet haben, dass wir heute die wunderbare Welt, wie wir sie erleben, dass wir dort leben dürfen. Und jeder von uns hat die Pflicht, dieses wertvolle Gut zu benutzen, zu nutzen, ja, zu schätzen, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Hammamiz, mana shu boylikdan foydalanishimiz, uni parvarish qilishimiz, uni asrab avaylashimiz kerak. Dazu sollten wir uns vor Augen führen. Keine Ausbeutung, keine egoistischen Ausbeutung der Vorräte durch einzelne Generationen vorzunehmen. Demakki, biz hech qanday bir o'sha haddan ziyod ko'p foydalanmasa, egoistlarcha foydalanmasligimiz kerak bu manbalardan va ularni ham ehtiyot qilishimiz kerak. Es darf nicht sein, dass 1, 2, 3 Generationen einen Großteil der Vorräte, der Rohstoffe verwenden. Demak, 1-2 o'sha avlod o'sha barcha xomashyoni butunlaycha yo'q qilib yuborishi mumkin. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir immer stärker darüber nachdenken, über erneuerbare Energien und über nachhaltiges Wirtschaften. Shuning uchun biz o'zbek iqtisodiyotini ta'minlaydigan yangilanadigan energiyalar haqida fikr yuritishimiz kerak. Das Ziel muss sein, dass wir die Erde, dass wir das, wo wir leben, auch hier in Usbekistan, das Land, das ihr bebaut, dass wir es mindestens so gut oder noch besser an die nächsten Generationen weitergeben, als wir es maqsadimiz shunday bo'lishi kerakki, mamlakatimizni, yerimizni hozirgi ahvolda va bundan ham yaxshiroq holda kelgusi avlodga, kelgusi bolalarga yetkazishimiz kerak. Ihr merkt, ich möchte euch aufrütteln, wach zu werden für aktuelle Entwicklungen und daraus den Weg für euch in die Zukunft zu bauen. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, siz qilayotgan bo'lsangiz, men sizni hozir uyg'otmoqchimanki, o'sha dolzarb yangilanishlarga, dolzarb masalalarga fikringizni qaratmoqchiman. Die Menschen haben aber auch einen göttlichen Auftrag dafür. Lekin insoniyat bu ilohiy tomondan ham vazifalari bor. Die Koran Suren sagen folgendes. Toki muqaddas Qur'on suralarida ham shunday narsalar bor, shunday fikrlar bor. Bitte next slide. Bitte nächste Seite. Nochmals nächste Seite. 8. Seite 8. Ja, die Koransuren sagen folgendes. Das Koran Karim Suralarda quyidagilar bayon qilinadi. Esse, trinke und kleide dich. Yenglar, ichinglar va kiyininglar. Gib auch Almosen. Sadaqa ham beringlar. Aber verschwende nichts. Ammo hech narsani isrof qilmang. Werfe nichts weg. Hech narsani behuda isroflamang. Sei dir bewusst, alles was du heute jetzt gerade hast, ist nicht selbstverständlich. Shuni yodda tutingki, hozir mavjud bo'lgan barcha narsalar har doim ham mavjud bo'lavermaydi. Neben der Verschwendung von finanziellen Ressourcen kommt es aber auch in vielen anderen Bereichen zu Verlusten. Moliyaviy mablag'larni isrof qilishdan tashqari, boshqa sohalarda ham yo'qotishlar bo'lib turadi. Ganz besonders schlimm, so der Koran, ist die Wasserverschwendung. Va ayniqsa eng yomoni Qur'onda aytilganda bu suvni isrof qilishdir. Bitte nächste Seite. Der Auftrag an uns alle lautet in allen Ländern und Regionen der Erde, auch in Usbekistan. Demak, insonlarga talab shundayki, dunyoning barcha mamlakatlari va mintaqalaridagi barcha insonlar, O'zbekistondagi ham mit der Umwelt und den Gütern der Erde sorgsam umzugehen. Demak, atrof muhitga va yerning boyliklariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga chaqiriladi. Die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Har kim o'z mehnatining mevasidan bahramand bo'lsin. Aber auch die Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen Ressourcen gerade in der Landwirtschaft und damit für die Zukunft zu übernehmen. Ammo ular tabiiy boyliklarni saqlash va shu bilan birga dunyoning kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olishlari kerak. Ich rufe den jungen Menschen in Usbekistan zu.
Men o'zbekistonlik yoshlarni shunga chaqirib qolamanki, die Jugend soll aufmerksam wahrnehmen, welche Entwicklungen es gibt, welche davon gut und welche nicht gut für die Zukunft sind. Yoshlar kelajak uchun qanday rivojlanishlar mavjudligini, qaysi biri yaxshi yoki qaysi biri yomonligiga diqqat bilan qarashlari kerak. Es geht um eure Zukunft, um die Zukunft eurer Kinder. Gap sizning kelajagingiz haqida, sizning farzandlaringiz kelajagi haqida bormoqda. Und die Zukunft des gesamten Globus. Va demak butun o'sha umumiy globusning o'sha kelajagi haqida bormoqda. Jugend ist in der Lage daraus zu lernen und die Veränderungen vorzunehmen. Yoshlar bundan saboq olishlari va noto'g'ri yo'nalishlar bo'ladigan joyda o'zgarishlar qilishlari mumkin. Dort, wo wir feststellen, dass es in eine falsche Richtung geht. Demak, qayerda noto'g'ri yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda aniqlik kiritishlari kerak. In Europa gibt es gerade ganz große Bewegungen der jungen Menschen für Yevropada hozir o'sha yoshlar harakati juda hozir rivojlanmoqda. Ja, vielleicht schon gehört von Greta Thunberg, die eine große Jugendbewegung anführt, die ganz Europa erfasst hat. Demak, Greta Thunberg o'sha harakat haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, butun hozir Yevropani qoplab oldi bu harakat. Jeden Freitag beschäftigen sich junge Menschen mit den Zukunftsfragen und sprechen darauf in großen in großen Versammlungen die Politik an. Har juma kuni ular atrof muhit masalalari bilan, atrof muhitni saqlash masalalari bilan shug'ullanishadi. Hattoki ularning yig'ilishlari, ularning majlislari o'sha siyosiy olamga ham ma'lum bo'ldi. Sie Angst haben um ihre Zukunft durch den Klimawandel. Va ular iqlim o'zgarishidan, o'zlarining kelajagidan qo'rqib turishdi, iqlim o'zgarishi oqibatida. Ja. Die Zukunft ist die Jugend ist die Zukunft jedes Landes und der gesamten Welt. Yoshlar har bir mamlakatning, shuningdek butun dunyoning kelajagi hisoblanishadi. Seid dankbar, schätzt alles. Seid aber auch wachsam und beobachtet. Minnatdor bo'linglar. Demak, o'sha ochiq, o'sha uyg'oninglar. Hammasiga diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Liebe Freunde, einige persönliche Erfahrungen, bevor wir dann zu Details kommen. Qadrli do'stlar, demak, men o'zimning bir necha o'zimning shaxsiy tajribalarimni o'rtoqlashaman, o'sha batafsil to'xtalib o'tishdan oldin. Bevor er erzählt, ich bin 62 Jahre alt und 46 Jahre im Beruf. Ich war in vielen Ländern unterwegs. Und in all dieser Zeit konnte ich feststellen, dass die wichtigsten Eigenschaften eines Menschen besonders im Zusammenleben, aber auch im beruflichen Erfolg insgesamt im Leben folgende sind. Va demak, men o'sha shunday narsani aniqlik kirita oldimki, demak, muvaffaqiyatli, ya'ni birgalikda insonlar birgalikda yashashlari uchun quyidagi narsalar o'ziga xos o'rin tutishlarini anglab yetdim. Bitte nächste Seite. Ja, wichtige Eigenschaften, wichtige Charaktereigenschaften sind Aufmerksamkeit und Sensibilität. Va eng asosiy xususiyatlardan biri diqqat, e'tibor va sezgirlik. Nicht nur im menschlichen Leben, auch gegenüber der Natur und der Entwicklung der Welt. Bu faqatgina insoniy yashash emas, demak butun o'sha tabiatning yashashi uchun. Wertschätzung und Dankbarkeit für alles, was wir haben. Qadriga yetish, qadriyat va minnatdorchilik, biz nimamga ega bo'ladigan bo'lsak, shu narsaning ga minnatdorchilik bildirishimiz. Offenheit für Neues und Ehrlichkeit. Ochiq ko'ngillik va samimiylik. Persönliche Bescheidenheit und Vorbildverhalten. Demak, shaxsiy kamtarlik va namuna sifatida o'zini tutish. Und für mich, liebe Freunde, ist der wichtigste Begriff im Leben Verantwortung, Verantwortungsbewusstsein. Mening uchun, qadrli do'stlar, eng muhim fikrlardan biri bu mas'uliyat hissi. Und dazu möchte ich euch alle aufrufen, Verantwortung zu lernen, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Tun jeden Tag. Demak, men sizlarni qadrli do'stlar shunga chaqirmoqchimanki, mas'uliyat hissi. Demak, o'z harakatingiz, o'z ishingiz uchun mas'uliyat va har kun uchun mas'uliyat. Gegenüber anderen Menschen. Boshqalarga nisbatan mas'uliyat. Für die Tier- und Pflanzenwelt. Hayvonot va o'simlik dunyosi uchun mas'uliyat. Damit für eine gute und lebenswerte Zukunft der nächsten Generationen. Va kelgusi avlodlarning yaxshi va arzirli kelajagi uchun mas'uliyat. Ja, Verantwortung. Jetzt kommen wir zu konkreten Inhalten. Demak, mas'uliyat. Ana endi biz sizga yana ham aniqroq bir mazmunga to'xtalib o'tamiz. Bitte nächste Seite. Schaut einmal dieses Bild an. Ich habe für euch einmal zusammengestellt,
welche Gebiete es gibt, für die wir alle, ihr, wir alle, jeder Verantwortung übernimmt oder Mitverantwortung. Mana bu tasvirga diqqatingizni qarating. Siz barchamiz kim bo'lishimizni hammamiz mana mas'uliyatni qanaqa mas'uliyatga egamiz yoki qanaqa mas'uliyatni javobgarlikni bo'lishamiz. Jeder von uns hat zunächst Verantwortung für sich selbst. Har birimiz birinchi navbatda o'zimizga javobgarmiz. O'zimizga mas'ulmiz. Wer aber nur an sich denkt, ist ein Egoist und das ist verwerflich. Agar kim o'zi haqida o'ylasa, u egoistdir. Demak, bu narsani voz kechish kerak. Jeder hat Mitverantwortung zu übernehmen, zunächst ganz besonders für die Familie. Demak, hammamiz, demak, javobgarlikni bo'lishimiz kerakki, birinchi navbatda mas'ulimiz oilamiz uchun. Bitte 12. Ja, Verantwortung für die Familie heißt. Demak, oilaga javobgarlik, oilaga mas'ullik shundayki, dass die älteren Menschen geachtet werden. Qariyalarga, yosh kattalarga hurmat. Dass Kinder eine gute Erziehung bekommen. Yoshlar farzandlarimizga yaxshi tarbiya berishga. Gesundheit und Vorsorge für alle gilt. Salomatlik, demak ta'minot. Und dass man fest zusammenhält. Va hammamiz birgalikda ahil inoq yashashimiz. Gleiches gilt aber auch für Freunde, wieder zurück zu 11. Gleiches gilt auch für Freunde und Nachbarn. Va bu narsa, bu fikrlar osha ham do'stlar va qo'ni-qo'shnilarga ham tegishli. Bitte 11. Ja, Freunde und Nachbarn gehören auch zur Verantwortung, einen Blick darauf zu haben, achtsam zu sein, wem es nicht gut geht, ihm auch zu helfen. Und da will ich Folgendes an die usbekische Bevölkerung, insbesondere an die jungen Menschen sagen. Demak, men o'sha O'zbekiston aholisiga, yoshlarga aytmoqchi bo'lganimki, bu barcha fikrlar o'sha do'stlarimizga ham, qo'ni-qo'shnilarimizga ham tegishli, dahldorki, ularga ham hurmat ko'rsatishimiz, ularga ham e'tibor qaratishimiz va yordam kerak bo'ladigan, ko'mak kerak bo'ladigan joylarda ko'mak berishimiz kerakligi. Ich habe noch in keinem Staat einen solchen Zusammenhalt und ein solches intensives Familienleben wie in Usbekistan erlebt. Das ist Vorbild. Men namuna sifatida tushunarsan aytish mumkinki, men o'sha dunyoning hech qaysi mamlakatida insonlarning bu kabi inoq va birgalikda yashash jihatlarini hech qayerda ko'rgan emasman. Die Familie ist das wichtigste im Leben, der größte Rückhalt und das wird in Usbekistan intensiv so gelebt. Oila bu muqaddas bir oila bir juda bir muhim joy va oilaga alohida e'tibor qaratiladi va bu aynan O'zbekistonga tegishli bo'lgan fikr. Sie ist die Grundlage für alles. Demak, bu esa hamma narsaning asosi hisoblanadi. Bitte 13. Ja, aber auch im Kollegenkreis, als Team gilt es. Rücksicht zu nehmen, Unterstützung zu geben, achtsam zu sein und zusammenzuhalten. Jedes Mitglied im Team unter Kollegen hat eine Mitverantwortung für das ganze Team. Demak, jamoadagi har bir jamoaning har bir a'zosi o'sha hamma narsaga mas'ul, butun jamoa singari hamma narsaga mas'uldir. Bitte zurück zu 11. Ja. Dies alles, was ich jetzt gesagt habe, gilt generell für das Zusammenleben unter Mitmenschen. Bu barcha aytilgan fikrlar hammasi, yana o'sha aytilganing umuman odamzodga tegishlidir. Jeder muss dazu beitragen. Har kim bunga o'z hissasini qo'shishi kerak. Ich als Mitglied der Gesellschaft, jeder von euch hat aber auch eine Mitverantwortung für den Staat und für die Gesellschaft. Jamiyatning bir a'zosi sifatida, o'sha demak, ham davlatga va jamiyatning ham bir a'zosisiz. Bitte 14. Ihr seid die jungen Menschen von Usbekistan. Siz O'zbekistonlik yoshlarsizlar. Ihr könnt stolz sein auf euer Land. Mamlakatingizdan faxrlanishingiz mumkin. Es macht große Fortschritte. Mamlakat juda ham tez rivojlanmoqda. Das Land braucht euch für seine Zukunft. Mamlakat kelajagi uchun sizga qarab turibdi. Siz keraksiz. Wenn es einem Staat gut geht, geht es auch allen Menschen im Staat gut. Agar davlatning ahvoli yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak har bir insonning, o'sha davlatda yashaydigan har bir insonning ahvoli yaxshilanadi. Bringt euch weiter ein, macht Aktionen, macht Projekte, wirkt mit. Demak, o'z hissangizni qo'shing, aksiyalar bilan. Demak, fikrlaringiz bilan. Die Entwicklung einer Gesellschaft und eines Staates lebt von ständigen Veränderungen.
mamlakatning rivoji, jamiyatning rivoji doimiy o'zgarishlar bilan shakllanib boradi, rivojlanib boradi. Und dazu ist die Jugendunion von Usbekistan eine ganz hervorragende Einrichtung. Bu o'rinda O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'sha o'ziga xos bo'lgan muassasa hisoblanadi, tashkilot hisoblanadi. Zurück zu 11. Ja, wir sprechen jetzt über das Thema Umwelt. Umwelt und Natur. Biz endi siz bilan hozir atrof-muhit va tabiat haqida gaplashamiz. Ja. Bitte 15. Ja, liebe Freunde, schaut einmal dieses Bild an. Das ist unsere Natur in Usbekistan und in vielen Ländern der Erde. Qadrli do'stlar, bu rasmga e'tibor qaratishingiz qarating. Bu o'sha dunyo biz o'sha tabiat, bu ko'p dunyoning ko'pgina mamlakatlarida ko'rinsa bo'ladigan holat. Scheinbar unberührt, traumhaft schön. Hali teginilmagan, haddan ziyod chiroyli. Aber das ist nicht überall so. Ammo lekin hamma joyda shunday emas. Bitte 16. Das ist auch die Realität in vielen Teilen der Erde. Dünyanın bir qator joylarida mana shu ham real holat. Die Umwelt ist unser größtes Gut, liebe Freunde. Unser größtes, wichtigstes Gut. Atrof-muhit, qadrli do'stlar, bu bizning eng katta boyliklarimizdan biridir. Sie ist bedroht durch Luftverschmutzung, durch Bodenerosion. Das ist. Aha, demak u havoning ifloslanishi, tuproqning eroziyasi orqali zarar ko'radi. In Teilen der Welt durch Überbevölkerung. Hattoki ba'zi bir mamlakatlarda ortiqcha populyatsiya, insonlarning ko'payishi. Sie ist bedroht durch Abholzung. O'rmonlarning yo'q bo'lib ketishi. Durch Artensterben. Turli ba'zi bir turli hayvonlar yoki o'simliklarning yo'q bo'lib ketishi orqali. Übertreibungen wie Überfischung und anderes. Baliq ovlashning, haddan ziyod ko'p baliq ovlashning, haddan ziyod ko'paytirib olishga. Und unglaublich viel Plastikmüll. Plastik ist eines der größten Probleme, die wir haben. Va haddan ziyod ko'p plastik chiqindilar orqali zarar ko'rmoqda va xavf-xatar. Darauf komme ich aber nachher noch einmal zu sprechen. Va bu borada o'sha chiqindilar borasida alohida keyin to'xtalib o'tamiz. Umweltthematik eines der beherrschenden Themen. Demak, atrof-muhit mavzusi asosiy o'rin tutadigan mavzulardan biridir. Ja, schauen wir einmal die verschiedenen Elemente an. Schauen wir mal nach dem Thema Wasser. Mana turli elementlarga e'tibor qaratamiz. Demak, suv. Wasser ist das Lebensgut Nummer 1. Demak, suv bu hayot manbai. Birinchi o'rinda turadigan hayot manbai. Es wird aber auch die größte Knappheit der Zukunft sein. Lekin kelgusida suv tanqisligi bo'lishi ham mumkin. Ja. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde jetzt. Biz hozir 7,5 milliard aholi bor yer yuzida. Und liebe Freunde, wir haben jetzt 2020, in etwa 30 Jahren, 2050 werden es 10 Milliarden sein. Demak, hozir 2020 bo'ladigan bo'lsa, yana 30 yildan keyin 2050-yilga borib, yer yuzi aholisi 10 milliard bo'lishi kutilmoqda. Schon jetzt gibt es Trinkwasserprobleme. Hozirdanoq ichimlik suvi muammolari mavjud. Dies wird sich weiter verstärken. Va bu o'sha muammo borgan sari kuchayib boradi. 97% allen Wassers der Erde ist Salzwasser der Meere. Demak, o'sha 97 barcha suvning 97% demak tuzli suv, sho'r suv. Ja, und nur 2% sind noch Reserven in den Gletschern. 2% bu o'sha muzliklardagi o'sha zaxiralar hisoblanadi. Erschreckt nicht, aber es ist wahr. 1% von allem Wasser auf der Erde steht den Menschen zur Verfügung für Trinkwasser und zur Bewässerung der Landschaft. 1%. Qo'rqmanglar, bu o'sha nima emas, bu yerda faqatgina bor yo'g'i 1%gina insonlarning ichimlik suvi hamda o'sha yerni sug'orish uchun ishlatiladigan suv zaxirasi. 1% befindet sich in den Seen und den Flüssen und den Bächen. Demak, bu 1% suv hozir o'sha dengizlarda, daryolarda va o'sha ariqlarda oqmoqda. Das ist das Wasser, das ihr seht im Lande. Mana bu o'sha, demak, yer yuzida ko'rayotgan, hozir o'sha mamlakatda ko'rayotgan o'sha suv manbalarimiz. Und ich will sagen, Usbekistan geht sorgsam damit um. Usbekistan hat trotzdem natürlich Wasserprobleme von der Menge, aber es gibt andere Teile der Welt, wo man mit dem Wasser sehr schlecht umgeht.
Albatta, O'zbekiston suvdan juda ham oqilona foydalanish yo'llarini yo'lda, lekin bu yerda ham o'ziga xos muammolar mavjud. Lekin dunyoning boshqa mamlakatlarida suvdan haddan ziyod ko'p foydalanilmoqda. Wir blenden einmal 17 ein. Maxim, 17. Ja, ihr seht das reine Wasser, wie schön es ist mit lebenden Fischen und Leben. Und ihr seht das Schlechte. Mana toza suv, baliqlarning yashashi va yana bu yerda pastda esa yomon suv. Verschmutzung des Wassers. Demak, suvning ifloslanishini ko'rdik. Verschmutzung durch Abfall von Industriemüll. Sanoat chiqindilari orqali zararlangan, ifloslangan suv. Ein großes Problem, mangelnde Kläranlagen. Bu katta muammolardan biri, demak, o'sha tozalovchi moslamalarning yetishmasligi. Schlechte oder nicht vorhandene sanitäre Anlagen. Demak, tozalash yomon yoki umuman yo'q, tozalash suvni tozalab beruvchi moslamalarning, uskunalarning yo'qligi. Chemische Abfälle. Chemiyaviy chiqindilar. Plastikabfälle. Plastik chiqindilar. Ja, und liebe Freunde, jetzt komme ich ein bisschen auch zur Landwirtschaft. Auch in der Landwirtschaft muss man sehr auf das Wasser achten. Qadrli do'stlar, mana hozir qishloq xo'jaligini aytib o'tadigan bo'lsak, demak, qishloq xo'jaligida ham suvdan foydalanishda juda ham ehtiyotkorona va oqilona foydalanish kerak. Großes Thema auch für euch in Usbekistan. Va bu O'zbekiston uchun ham muhim bir mavzulardan biri hisoblanadi. Komme aus Deutschland und kenne dort die Landwirtschaft sehr gut. Dort haben wir, das weiß auch Herr Konsul, große Probleme gehabt und man entschärft sie jetzt. Va o'sha men Germaniyalikman, o'sha demak qishloq xo'jaligini yaxshi bilaman. Mana janob konsulimiz ham buni yaxshi biladilar. Demak, u yerda ham o'sha bu borada muammolar mavjud va bu haddan ziyod hozir endi sekin-sekin o'z yechimini topmoqda bu narsa. Durch eine intensive Düngung. Va intensiv ravishda o'g'itlash. Fast eine Überdüngung. Haddan ziyod ko'p o'g'itlash. Durch Einsatz von Pestiziden. Turli pestitsidlardan foydalanish. Erreicht man eine hohe Wirtschaftlichkeit? Ja, auf der einen Seite. Aber das ist kurzfristig gedacht. Diese Mittel lösen sich nicht in Luft auf, liebe Freunde. Sondern sie gehen hinunter in das Grundwasser. Hammasi ichimlik, ya'ni yer osti suvlariga borib yetadi. Und damit verseuchen wir unser Wasser, das wir trinken möchten. Va biz ichmoqchi bo'lgan suvimizni o'zimiz zararlaymiz. Unser Wasser, das Lebensquelle ist für unsere Zukunft. Va bu bizning suvimiz, bizning osha kelajakdagi yashash manbamiz hisoblanadi. Aber ich will weiter sagen, auch der ganze Verkehr auf der Erde, auch hier in Usbekistan. Der ganze Reifenabrieb beispielsweise auf den Straßen, das wird durch das Regenwasser weggespült und alles landet im Grundwasser, wenn man nicht entsprechende Kläranlagen baut. Also, liebe Freunde, denkt bei der Düngung der Felder, denkt an Wirtschaftlichkeit, ja, denkt aber auch an die Natur, denkt an das Wasser. Demak, qadrli do'stlar, demak, o'sha o'g'itlash jarayonida, yerni o'g'itlash jarayonida ham albatta siz o'sha daromad olishni, demak, iqtisodiy jihatdan yuksalishni xohlaysiz, lekin tabiat haqida ham o'ylang. Und achtet auf dieses wichtige Gut. Ich will ein Beispiel machen. Demak, bu o'sha ajoyib boylikka hurmat ko'rsating. Men hozir bir misol keltirmoqchiman. Ich sehe oft in Usbekistan, dass Menschen das Auto abspritzen, das Auto abwaschen, obwohl es nur einen ganz leichten Staub gegeben hat. Men Usbekistanda juda ham ko'p ko'raman, mana ko'pincha ko'ramanki, ozgina chang bo'lgan mashinasini ustini suv bilan yuvayotgan yoki o'sha suv sepayotgan mashinasi ustida odamlar. Hier jeden Tag. Hatto har kuni. Oder dass sie die Treppe abspritzen minutenlang. Ja, Sauberkeit ist wichtig. Va bir necha daqiqalar mobaynida osha zinalarni osha suv bilan yuvib yuvarishlari. Demak, albatta tozalik juda ham muhim. Aber es geht so viel Wasser dabei verloren, dass schmutzig wird und als Schmutzwasser davon fließt. Va albatta bu bilan esa juda ko'p suv yo'qotiladi va suv osha ichimlik suvi iflos suvlarga aralashib ketaveradi. Wenn ich Wasser benutze, dann
geht mir das ständig durch den Kopf. Ja, ich genieße es, ja, aber bitte so sparsam wie irgendwie möglich. Men sudan agar foydalanadigan bo'lsam, albatta siz bundan lazzat ko'rasiz. O'sha ichayotgan paytingizda lazzat ko'rasiz, albatta. Lekin o'sha oqilona, o'sha boshqalar haqida, kelajak haqida ham o'ylash kerak. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch noch mal wirklich das Thema Plastik ansprechen. Va shunga ko'ra, hozir shu o'rinda men hozir o'sha plastik haqida ham, o'sha plastik chiqindilar haqida ham gapirmoqchiman. Die Meere der Welt füllen sich immer stärker mit Plastikabfall. Va dunyo dengizlari borgan sari plastik chiqindilar bilan to'lib bormoqda. Ein Wissenschaftlerteam hat nachgewiesen, im ewigen Eis liegt schon Plastik, Plastikbestandteile. Olimlar jamoasi hattoki abadiy muzliklarda ham plastik chiqindilar borligini aniqlashgan. Da hätte ich eine große Bitte an die jungen Menschen. Hört auf mit dem Plastikwahnsinn. Men har shu o'rinda yoshlarga bir iltimos qilgan bo'lardimki, plastikdan foydalanishni to'xtatinglar. Wenn ich in einem Geschäft 5 Dinge einkaufe, dann wird es mir 5-mal in Plastik eingepackt, wenn ich mich nicht dagegen wehre. Agar magazinlardan man 5 ta narsa sotib oladigan bo'lsam, o'sha 5 ta narsadan 5 ta plastik o'sha nimaga paketga solib berishadi menga. Natürlich ist das bequem, aber Bequemlichkeit ist schlecht. Bu albatta qulay, lekin ana shu qulaylik yomonlikka olib keladi. Warum nimmt man nicht die Tasche wieder mit? Warum nimmt man den Plastikbeutel nicht zurück beim nächsten Besuch des Geschäftes? Nima uchun o'sha bir marta o'sha olgan o'sha paketingizni yoki o'sha sumkani keyingi safar nima uchun olib borish imkoniyati yo'q? Ich erschrecke oft die Menschen im Geschäft, wenn ich schon die Plastiktüte dabei habe und sage, bitte hier hineinmachen. Hattoki men ko'pincha o'sha magazinlarga tashrif buyurganda, u yerdagilarni hattoki qo'rqitgan paytlarim ham bo'lgan, chunki men o'zimni cho'ntagimdan mana shunga solib bersangiz bo'ladi deb aytganman. Es wäre eine wunderbare Geschichte, wenn die Jugend von Usbekistan so eine Initiative starten könnte und umsetzen könnte, dass wir weggehen, immer stärker zurückgehen vom Plastik, von diesen unglaublichen Plastiktüten. Tarixda bir juda ham bir yaxshi voqea bo'lgan bo'lardiki, agar yoshlar, O'zbekiston yoshlari ayniqsa, o'sha plastikdan voz kechish yoki borgan sari plastikdan o'sha foydalanishdan voz kechib borish, uzoqlashib borish tashabbus bilan chiqishsa. Usbekistan ist ein Hauptland für die Produktion von Baumwolle. Usbekistan yetakchi mamlakatlardan biri hisoblanadi paxta yetishtirishda. Kein anderes Land wäre so geeignet dafür zu sagen, wir kaufen ein mit Baumwolltüten. Mana hech qaysi mamlakatda bunchalik imkoniyat yo'qki, masalan, o'sha paxtadan qilingan mahsulotlar o'sha sumkalardan foydalansa bo'ladi. In Deutschland werden Plastiktüten gerade nach und nach abgeschafft, man muss dafür bezahlen, wenn man eine will. Demak, Germaniyada o'sha hozir bu plastik setkalardan, paketlardan borgan sari voz kechilmoqda. Demak, agar plastik o'sha paket olmoqchi bo'lsangiz, pul to'lashingiz kerak. Aber auch bezahlen ist nur ein Zwischenschritt. Es muss komplett weggehen davon. So meine Meinung. Lekin pul to'lab olish ham bu oraliq bir o'sha qadam hisoblanadi. Lekin bundan butunlay voz kechish kerak. Das hätte ja so viele Effekte. Usbekistan produziert Baumwolltüten mit eigenen Produkten und spart damit Import von Plastik. Demak, bu juda ko'p effektlarga olib kelishi mumkin. Masalan, O'zbekiston juda ko'p paxta yetishtiradi va aynan shu orqali esa o'sha paxta mahsulotlari orqali o'sha yetishtirib chiqish orqali plastik importidan voz kechiladi va o'shanda ko'p damit schützen wir die gesamte Natur, Wasser und insgesamt die Umwelt. Va bu bilan butun tabiatni, suvni va atrof muhitni asrab qolamiz. Das ist eine der größten Aufwendigkeiten aus meiner Sicht. Men o'sha men tomonimdan o'sha ko'p ko'zga tushadigan nazar tushadigan narsalardan biri misollar tariqasida. Bitte zu 11. Neben dem Wasser spielt aber der Boden eine große Rolle. Suv bilan bir qatorda yer ham o'ziga xos o'rin rol o'ynaydi. Ja. Der Boden ist unsere Grundlage, um Landwirtschaft zu betreiben. Yer bu bizning o'sha qishloq xo'jaligini yuritishda asos hisoblanadigan vosita. Der Boden wird aber immer weniger, weil immer mehr zugebaut wird. Yer o'simlik ekadigan ekin maydonlari borgan sari kamayib bormoqda, chunki qurilishlar ko'p bo'lmoqda. Wir verlieren insgesamt in der Welt in allen Ländern immer mehr Flächen zum Anbau. Va biz o'sha butun dunyo bo'yicha o'sha borgan sari o'simliklarni yetishtirish uchun yerlarimizdan yerlari kamayib borayotganligini ko'ryapmiz. In Usbekistan ist das nur ganz langsam beobachtbar. Bu O'zbekistonda juda sekinroq borayotgan, o'sha unchalik ko'zga tashlanmaydigan holat.
Aber zum Boden und zur Bodenqualität kann die Landwirtschaft und können die jungen Landwirte ganz wesentlich beitragen. Va aynan yer va yerning sifati borasida ham yoshlar o'zining yoshlar shu borada ham o'zlarining hissalarini qo'shishlari mumkin. Die Bodenqualität ist ein entscheidender Faktor und die wird beeinflusst durch Kunstdüngereinsatz. Demak, yerning sifati ham o'sha asosiy yetakchi faktorlardan biri hisoblanadi va buni o'sha o'g'itlash orqali ham bunga erishish mumkin. Durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Va o'simliklarni himoya qilish vositalarini bilan o'shalarni foydalangan holda o'tkazish mumkin buni erishish mumkin bunga. Die im überzogenen Einsatz die Bodenstruktur schädigen können. Va demak shunaqa vositalar ham borki o'sha yer qatlamlariga ham zarar yetkazishi mumkin. Immer wenn übertrieben wird, dann wird die organische Substanz oder Struktur geschädigt. Agar buni haddan ziyod o'g'itlashni amalga oshiriladigan bo'lsa, demak organik o'sha substansiya, o'sha mavjudlik zarar ko'radi. Und dann können Gifte eindringen in den Boden. Va o'sha zaharlar yerga singib boraveradi. Beim Boden gibt es aber auch noch die Gefahr der Bodenerosion. Demak yer bo'yicha, demak yerni oladigan bo'lsak, tuproq eroziyasini ham ko'rishimiz mumkin. Bei unsachgemäßer Nutzung. Das wissen die Landwirte. Buni qishloq o'sha dehqonlar yaxshi biladiki, haddan haqiqatdan ham o'sha oqilona foydalanmaslik, yerdan foydalanmaslik tuproq eroziyasiga olib keladi. Bodenerosion kann entstehen, wenn schützende Vegetation entfernt wird. Agar demak o'sha himoya vegetatsiyalariga amal qilinmaganda o'sha tuproq eroziyasiga olib keladi. Ja, wenn zu kurze Brachzeiten genommen werden. Va qisqa muddatga yer beriladigan bo'lsa, wenn eine Überweidung zum Beispiel von Wiesen stattfindet. Yoki o'sha o'tloqlarning yo'qolishi yoki o'tloqlarning boshqacha foydalanishiga olinadigan bo'lsa, kelinadigan bo'lsa. Auch hier wieder kommt der Landwirtschaft eine große Bedeutung für die Umwelt zu, für den Boden der Zukunft. Demak, bu yerda ham qishloq xo'jaligining o'ziga xos bo'lgan bir o'rni shundan iboratki, demak, yerning kelajagi, o'sha aynan o'sha foydalanilgan yerning kelajagi alohida o'rin tutadi. Jeder Landwirt, insbesondere die jungen Menschen, sollten sehr, sehr gut informiert sein, was für Kunstdünger, was für Pflanzenschutzmittel man einsetzt. Har bir dehqon, har bir yosh buni bilish kerak va bundan xabardor bo'lish kerakki, qanaqa o'g'itdan foydalanyapti yoki qanaqa o'simlikni himoya qilish vositasidan foydalanilyapti. Was es enthält? Qaysi biri ichida, qaysi biri mavjud, qaysi biri turib qoladi? Und wie intensiv man es einsetzen darf. Va qanchalik ravishda intensiv undan foydalanish mumkin. Das könnte für die Jugendunion, für den Farmerrat vielleicht ein eigenes großes Thema sein, intensiv hier Schulungen vielleicht auch mit Webinaren vorzunehmen. Albatta, bu yoshlar ittifoqi hamda o'sha yosh fermerlar kengashi uchun aynan bu mavzuda o'sha intensiv ravishda webinarlar o'tkazish o'ziga xos o'sha o'rin tutsa kerak deb o'ylaymiz. Zurück zu 11. Desin. 11. Luftverschmutzung. Die Luft als weiterer wichtiger Faktor. Gingse Hawa. Bitte 18. Ja, Luft und Luftqualität ein entscheidender Lebensfaktor. Demak, Hawa. Havaning sifati ham bu o'sha asosiy faktorlardan biri. Ihr seht diesen wunderbaren Wald, der die Luft reinigt. Das ist wie ein Luftfilter. Mana ko'rib turibsizlarki, ajoyib bir o'rmonni ko'rib turibsizlar. Bu o'sha havo filtri hisoblanadi. Aber was machen viele Länder? Sie holzen den Wald ab. Ko'pchilik mamlakatlar nima qilishadi? Demak, ko'pchilik mamlakatlar mana shu daraxtlarni kesishadi, o'tinga aylantirishadi. Damit wird der Luftfilter entfernt. Bu bilan o'sha havo filtri yo'q qilinadi, bartaraf etiladi. Es kann die Reinigung nicht mehr stattfinden. Demak, havo tozalovchi vositalar yo'qoladi. Auch Ruß, Staub, Abgase, Dämpfe, alle gehen ungeschützt in die Luft. Tutunlar, mana chiqindilar, qirindilar, hammasi demak havoga uchib boshlaydi. In den Industrieländern hat man schon viel erreicht über entsprechende Reinigung der Luft. Sanoat rivojlangan mamlakatlarda, demak, havoni tozalash uchun ko'p narsalar qilingan. Die Industrie hat dazu klare Verpflichtungen. U yerda sanoat o'ziga xos majburiyatlar qo'yilgan. Die Luftverschmutzung nimmt in den großen Industrieländern deutlich ab. Demak, sanoat rivojlangan mamlakatlarda hozir havoning ifloslanishi borgan sari kamayib boryapti.
Aber in der dritten Welt und auch in Schwellenländern nimmt sie stark zu oder ist sie stark ausgeprägt. Lekin rivojlanib kelayotgan mamlakatlarda yoki 3-dunyo mamlakatlarida aynan havoning ifloslanishi hozir haddan ziyod yuqori. Auch hier denke ich, dass die Landwirte sehr achtsam umgehen, wenn sie Verbrennungen auf den Feldern vornehmen. Agar bu yerda osha dehqonlar o'ziga alohida e'tibor qaratishlari kerak bo'ladiki, masalan, osha dalada biror narsani yoqayotgan bo'lsa yoki osha dalada yong'in bo'layotgan payt, yong'in bo'lganda osha narsalarga alohida e'tibor. Vielleicht gibt es auch andere Wege der Entsorgung. Albatta, bu narsa biror narsani yo'q qilish yoki bartaraf qilishning boshqa yo'llari bordir, yoqmasdan. Weil das geht ungeschützt in die Luft, in die Atmosphäre. Bu chunki yoqilgan osha tutun barchasi hech qanday himoyasiz to'g'ridan-to'g'ri havoga ko'tariladi. Zu 11 bitte. Ja, Klima, liebe Freunde, Klima. Ein beherrschtes Thema. Klimawandel als großes, großes Thema der ganzen Welt. Und liebe Freunde, ganz klare Aussage, die Klimaveränderung, die Klimaverschlechterung kommt 100% von den Menschen. Qadrli do'stlar, aniq bir fikrni aytamanki, bu o'sha iqlim o'zgarishi, iqlimdagi o'sha o'zgarish holati bu hammasiga insonlar sababchi. Jeder kann dazu beitragen, im positiven und leider tragen viele im negativen bei. Bu o'rinda hamma o'zining hissasini qo'shish mumkin. Ijobiy ham, afsuski, salbiy ham. Bitte 19. Wo kommt die Klimaverschlechterung her? Va demak, iqlimning yomonlashuvi qayerdan kelib chiqadi, uchga keladi? Ja, das ist ein Bild aus Europa, aber es ist typisch für Europa immer noch. Es gibt Staus und es fährt jeder Auto. Demak, bu yerda o'sha Yevropadan olingan rasm bu yerda har kim o'sha mashinada, demak, mana tiqilinchlar mashinalarni 62%, liebe Freunde, also 2/3 aller Verschmutzungen und aller Klimaveränderungen kommen von CO2. 62%, barcha osha iqlim o'zgarishidagi osha karbonat angidrid ishlab chiqaradigan hammasi ham osha butun osha havoning ifloslanishiga olib keladigan narsa bu karbonat angidridning ko'payishi. 62% mana shunga. Die Nutzung fossiler Brennstoffe ist das Hauptproblem. Bu yerda osha yonuvchan, osha tez yonuvchan vositalardan, ya'ni materiallardan foydalanish katta muammo keltirib chiqarmoqda. Und dazu trägt ganz entscheidend natürlich auch das Auto, der Straßenverkehr bei. Va bu yerda demak osha harakatda bo'ladigan mashinalar alohida hissa qo'shmoqda. Deswegen hier einmal auch das Bild eines CO2 sparenden Autos, wie beispielsweise Elektro. Mana bu yerda mana osha karbonat angidrid ishlab chiqarish kam ishlab chiqaradigan mashinaning tasviri keltirilgan, demak bu elektromobillar. Ja. Dieses CO2, aber auch Methan geht in die Atmosphäre. Demak bu osha karbonat angidrid, demak ham metan osha gazi ham atmosferaga ketadi bu. Gleichzeitig werden Regenwälder massiv abgeholzt, die als natürlicher Filter nicht mehr so wirken können wie früher. Demakki, bu yerda o'sha katta-katta o'rmonlar hozir nima yo'q qilinishi, kesilishi oqibatida, demak, havoga to'g'ridan-to'g'ri chiqyapti bu narsalar. Ja. Neben den fossilen Brennstoffen, die nach wie vor im großen Umsatz eingesetzt werden. Nur fossile Brennstoffe sind Kohle, Gas, Öl insbesondere. Demak, yonuvchan vositalar yoki materiallar bular albatta ko'mir, gaz va neft mahsulotlari deb aytiladi. Dinge, die wir alle jeden Tag irgendwo einsetzt. Va biz hammamiz har qayerda o'sha foydalanadigan narsalar. Ja, sie verstärken eben diese Klimaerwärmung ganz massiv. Bu esa o'sha iqlimning isib ketishiga ham o'ziga xos hissa qo'shmoqda. Ja, auf zur Klimathematik muss ich erwähnen, gehört das Thema massive Viehzucht in der Welt. Va osha iqlimning o'zgarishida ham osha haddan ziyod ko'p chorvachilikka e'tibor qaratilayotganligi ham sabab bo'ladi. Viehzucht ist ein Thema in allen Ländern, auch in Usbekistan spielt es natürlich eine Rolle. Chorvachilik boshqa ko'pchilik mamlakatlarda ham, O'zbekistonda ham o'ziga xos bo'lgan o'rin tutadigan, rol o'ynaydigan soha. Die Tiere, Kühe, Schafe setzen Methan frei bei der Verdauung.
Demek hayvanlar, demek bu sigirler, hayvanlar hamasi havoga metan gazı çıkaradı. Man denkt, ja, das kann nicht so viel sein, aber es ist in der ganzen Welt einer der neben den Autos einer der wichtigen Punkte. Bu ko'p bo'lmasligi mumkin, buncha unchalik ko'mmas deb o'ylashingiz mumkin, lekin mashinalardan keyin bu gap bu kabi nima gazlar, o'sha metan gaz haqiqatan ham o'ziga xos o'rin tutadi. Aber das Konsumverhalten der Menschen zeigt eben, dass diese Produkte von den Tieren gewollt sind. Albatta, demak bu esa o'sha insonning iste'moliga, ya'ni aynan shu hayvonlarning mahsulotlariga bo'lgan talabi oqibatida, demak o'sha hayvon chorvachilik ham rivojlanishi kerak. Was können wir tun, liebe Freunde? Nima qilishimiz mumkin, qadrli do'stlar? Ein Rezept: Energie sparen und noch einmal Energie sparen. Bittagina retsept bor, faqatgina energiyani ekonom qilishimiz kerak, tejashimiz kerak, energiyani tejashimiz kerak. Energie sparen, zum Beispiel, ich sehe oft in Taschkent folgende Situation, die ich kaum verstehen kann. Men energiyani tejash deb gapiryapman, lekin Toshkentda shunaqa bir holatlar juda ko'p ko'raman. Uni tushunmayman bu holatni. Menschen sitzen im Auto bei laufendem Motor. Insonlar odamlar mashinada o'tirishadi, lekin motor ishlab turadi. Wahrscheinlich nur die Klimaanlage laufen zu haben. Man o'ylaymanki, ular o'sha o'sha sovutgichlarini yo'l ishlatib olishlari uchun, ya'ni mashinani sovutish uchun. Sie sitzen im Auto, der Motor läuft, sie schauen auf das Handy und dabei geschehen mehrere Prozesse. Mashinada o'tirishadi, motor ishlab turibdi, o'zlari esa telefon bilan avora, lekin bu yerda juda ko'p jarayon sodir bo'ladi. Sie verbrennen, ohne dass eine Wirkung entsteht, sinnlos verbrennen sie Energie. Ular o'ylamasdan turib, bir fikrga kelmasdan turib, ular energiyani sarflashmoqda. Also sie verschwenden Ressourcen. Ular resurslarni yo'qotishyapti. Und gleichzeitig stoßen sie schlechtes in die Luft. Va bir vaqtning o'zida esa bu narsaning o'zi havoga ko'tarilyapti. Demak, bu yerdan chiqayotgan chiqindi gazlar. Was kann man raten? Neben Energie sparen. Nima deb maslahat berish mumkin? Demak, qanday qilib energiyani tejash mumkin? Seinen Konsum zu überprüfen. O'zining birinchi navbatda o'zining iste'molini tekshirib ko'rish kerak. Ja. Muss es immer Fleisch sein? Doim go'sht mahsulot yeyishimiz kerakmi? Das ist Thema Viehzucht. Demak, chorvachilik. Ja. Autonutzung, muss ich immer alleine fahren? Kann ich nicht mit anderen zusammenfahren? Maschinadan foydalanish. Bir o'zim mashinadan foydalanish shartmi? Boshqalar bilan birga borsam bo'ladimi, yo'qmi? Wo es geht, kann ich öffentlichen Nahverkehr nutzen. Agar imkon darajasida bo'ladigan bo'lsa, jamoat transportidan foydalansa bo'ladi. Auch das Thema Flugreisen ist ein großes Thema. Samolyotda uchish ham alohida o'ziga xos mavzu. Und ganz besonders als Wirkung für die ganze Welt, so in Deutschland, aber auch in Usbekistan, das Thema erneuerbare Energien. In Deutschland spielt das Thema Windenergie eine große Rolle. Die Nutzung von Sonnenenergie, Kollektoren. Biogas. Biogazlardan foydalanish. Biomasse. Bio o'sha chiqindilardan foydalanish. Also erneuerbare Energien, die nicht nur verbraucht werden und damit weg sind. Demak, shunday energiyalar, yangilanadigan energiyalarki, ya'ni demak shunday energiyadan foydalanishingiz mumkin, u yo'qolib ketmaydi. In Usbekistan bietet sich insbesondere das Thema Sonne natürlich ganz besonders an. Demak, bu narsa, ana bu o'rinda o'sha O'zbekistonda o'sha quyosh energiyasi, ya'ni quyoshdan foydalanish Aber auch Biogas, Biomassen kann ein Thema sein. Und das kann ein Thema für die jungen Landwirte sein. Biogas va biomassalardan, ya'ni biochiqindilardan foydalanish ham bu yosh dehqonlar uchun mavzu bo'lishi mumkin. In Deutschland ist es oft bei landwirtschaftlichen Betrieben eine zusätzliche Einnahmequelle, die immer stärker genutzt wird von den Landwirten. Demak, o'sha Germaniyada hozir shunday bir aynan qishloq xo'jaligi, ya'ni dehqonlarning dehqonlardan o'sha yangilanadigan energiya uchun foydalanish imkoniyatlari bor. Ja. Bitte zurück zu 11. Die Ressourcen der Erde. Ressourcen der Erde, dunyo resurslari.
Wasser, Kohle, Erze, Holz. Demek bu su, kumar, ruda. Sie sind zum Teil nur einmal vorhanden. Ular ko'pchiligi bir marta mavjud bo'lishi mumkin. Ja, und wenn wir sie schnell verbrauchen, handeln wir egoistisch. Demak, agar biz ulardan juda tez foydalanib qo'ysak, biz demak egoist sifatida ulardan foydalangan bo'lamiz. Als Rat kann man nur sagen, bitte so viel wie möglich nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Maslahat o'rinda shuni aytmoqchimanki, iloji boricha demak, keyinam paydo bo'ladigan o'sha xomashyolardan, xomashyo mahsulotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Nachwachsend sind Holz, Pflanzenöle, Pflanzenfasern zum Beispiel. Demak, bu o'sha keyin paydo bo'ladigan, demak, bu o'tin, demak, o'simlik moyi. Wenn wir nur Ressourcen, vorhandene Ressourcen verwenden, dann schöpfen wir aus einem Fass, das irgendwann leer ist. Demak, biz faqat o'sha resurslardan foydalanadigan bo'lsak, xuddiki o'sha boshqadagi o'sha resurslardan shunday foydalanamiz va tez olaverganimizdan keyin, demak, boshqani bo'sh qilib qo'yishimiz mumkin. Ja, und es sind viele, viele Themen auch von Wissenschaftlern jetzt unterwegs, aber gerade im Bereich der Landwirtschaft gibt es diese Möglichkeiten, alternative Ressourcen zur Energiegewinnung und zur Verwendung für Menschen anzubauen. Bu mavzular, yani ko'plab mavzular, demak, ilmiy jihatdan hali ilmiy jihatdan yondashiladigan mavzular, lekin qishloq xo'jaligida va dehqonlar, demak, bu muqobil energiyalardan, muqobil vositalardan foydalanish. Das bietet auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Bu esa o'sha yangi biznes imkoniyatlarini ham taklif qiladi. Pflanzenöl zum Beispiel. Masalan, o'simlik moylarini yetkazadi, o'simlik moylarini. Ja, zurück zu 11. Zurück zu 11. Ja. Kommen wir zum Thema Arten. Artenvielfalt bei Pflanzen und bei Tieren. Demak, o'simliklar va hayvonlarning bioxilma-xilligiga to'xtalamiz. Bitte 20. Ja, liebe junge Menschen von Usbekistan. Qadrli o'zbekistonlik yoshlar. Hier sehen wir eine typische Blumenwiese, wie man sie noch oft kennt. Mana bu yerda o'sha tipik guldorni ko'rib turibmiz, ko'pchiligimiz bilamiz bunaqa joylarni. Ja, das nimmt immer mehr ab leider. Afsuski, bu borgan sari bu joylar kamayib bormoqda. Neben der Klimabedrohung ist die größte Bedrohung weltweit das Thema Artensterben. Demak, iqlim zararlari, iqlim xavfidan bilan bir qatorda, demak, o'sha turli o'simliklar yoki hayvonlarning turlarini yo'qolib borishi ham katta zarar, o'sha xavf tug'dirmoqda. Ich will euch sagen, es gab in der Weltgeschichte 6 große Artensterben über die Jahrmillionen. 6 große Sterben. Das letzte war das Sterben von Mammuten und den großen Reptilien vor 65 Millionen Jahren. Va demak, yer yuzida o'sha umuman tarixda 6 marta mana shu bioxilma-xillikning yo'qolib ketishi sodir bo'lgan ekan. Demak, 65 million yil ilgari, demak, mammutlarning qirilib ketishi holati. Dinosaurier. Mammute sind vor 65 Jahren gestorben und dort gab es ein ganz ganz großes Artensterben weltweit. Demak, butun dunyo bo'ylab o'sha mammutlarning qirilib ketishi, demak, katta bir o'sha qirilib ketish jarayoni deb tan olingan. Und nun läuft seit Jahrzehnten das größte Artensterben, das man bisher erforscht hat. Va oxirgi 10 yillikda esa, mana oxirgi 10 yilliklarda aynan shu kabi yo'qolib ketish holatlari kuzatilmoqda. Weltweit gibt es ungefähr 8 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Butun dunyo bo'ylab hozir o'sha 8 million turga ega bo'lgan o'simliklar va hayvonot olami mavjud. 1 million davon ist vom Aussterben bedroht. Mana shularning 1 million turi, demak, hozir qirilib ketish arafasida turibdi. Es gibt die berühmte rote Liste, auf der die aussterbenden Arten notiert sind. Bu bilasizki, o'sha qizil kitob, qizil ro'yxat deyiladi, ya'ni qirilib ketayotgan hayvonlarni kiritiladigan ro'yxat mavjud. Auf der stehen 80.000 Tier- und Pflanzenarten. Va ana shu yerda o'sha 80 mingdan ortiq hayvonlar va o'simliklar ro'yxatga olingan. Die akut bedroht sind. Va ular haddan ziyod o'sha xavf-xatar ostida turishdi. Und liebe Freunde, im Moment
verlieren wir jeden Tag 150 Arten von Pflanzen, insbesondere Pflanzen und Tiere, 150 pro Tag für immer und ewig. Kadere dostlar, biz her günü 150 xil o'simlik yoki hayvonni yo'qotyapmiz. Chunki har kuni mana shu holat sodir bo'lib turibdi. Ular qirilib ketyapti. Ganz stark betroffen sind Vögel. Asosan qushlar turlari. Beispielsweise allein in 30 Jahren haben in Nordamerika 3 Milliarden Vögel sind verloren gegangen. Oxirgi 30 yilda, oxirgi 30 yilda nochmals bo'l bitte. In ganz Nordamerika 3 Milliarden. Shimoliy Amerikada 3 milliard qush qirilib ketgan. Ja. Was ist der Grund? Sababi nima buni? Der Mensch zerstört die Lebensräume. Inson o'sha yashash muhitini barbod qilmoqda, buzmoqda. Er zerstört die Lebensräume, er macht sie kleiner. Borgan sari bu, demak, hududni qisqartirib boryapti. Er kultiviert alles aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Iqtisodiy manfaat nuqtai nazaridan barcha o'sha madaniylashtirib boryapti, yerdan yerni o'zlashtirib boryapti. So dass beispielsweise bei Vögeln Büsche, Sträucher am Feldesrand alle verschwinden. Demak, shuning uchun qushlarning yashash uchun kerak bo'ladigan turli butalar, turli o'simliklar, o'sha sinchkov, o'sha o'simlik o'sadigan o'sha nimalar hammasi yo'qolib boryapti. Alles was nicht wirtschaftlich ist, wird entfernt. Barcha iqtisodiy deb topilmagan narsalar bartaraf qilinmoqda. Es sind aber die Lebensräume von Tieren. Lekin bular o'sha hayvonlarning yashash hududi, yashash maydonidir. Die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden gibt den Tieren keine Ernährung mehr. Yerning, havoning, suvning ifloslanishi, demak, oziqlanish manbayi, o'sha hayvonlarning oziqlanish manbayini kamaytiryapti, qisqartiryapti. Beispielsweise der Einsatz von Pestiziden auf den Feldern. Misol tariqasida o'sha pestitsidlarni, ya'ni o'sha dalalarga pestitsidlarning, o'sha turli zararli vositalarning sepilishi. Er hilft natürlich für wirtschaftlichen Erfolg. Albatta, bu vositalar o'sha iqtisodiy manfaat, iqtisodiy daromad keltiradi, muvaffaqiyat keltiradi. Er vernichtet Insekten. Lekin ular ko'pincha o'sha hasharotlarni yo'qotadi. Und damit die Lebensquelle und Nahrungsquelle vieler Tierarten wie beispielsweise Vögel. Va bu bilan esa o'sha qushlar uchun bo'ladigan oziqa manbalarini o'sha demak yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lyapti. Uzbekistan ist hier noch in einer guten Situation. Uzbekistan hozir juda yaxshi holatda hozircha. In Europa, in Deutschland, in vielen Ländern ist das Thema industrielle Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist hoch entwickelt. Ein Europada, Germaniyada va ko'pgina mamlakatlarda sanoatlashgan qishloq xo'jaligi degan yo'nalish bor. Sie ist hoch effektiv. Yuqori darajada samara beradi. Hoch wirtschaftlich. Iqtisodiy manfaat beradi, iqtisodiy daromad keltiradi. Aber auf der anderen Seite, die Rückseite der Medaille ist, dass eben Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für Tiere immer mehr verschwinden. Lekin medalning orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, demak, hayvonlarning oziqa manbalarini, yashash hududlarini qisqartirib boradi. Ihr seht hier beispielsweise die Biene. Siz mana misol tariqasida bu yerda suratda asalarilarni ham ko'rib turibsizlar. Wenn Bienen keine Pflanzen mehr finden, die sie bestäuben können, werden Bienen sterben. Agar bu asalarilar o'zlari changlantirish kerak bo'ladi, changlantiradigan o'simliklar topolmasa, ular ham qirilib ketadi. Es gibt dann nicht nur keinen Honig mehr, sondern vor allem, sie können ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen, die Bestäubung der Pflanzen. Bu yerda demak faqatgina o'sha asal bo'lmasligi mumkin degani emas, demak o'simliklar changlanishi sodir bo'lmaydi. Und so sterben dann die Arten ab. Es ist alles ein Kreislauf. Aynan shu tarzda, demak, o'sha o'simliklarning xilma-xilligi, ya'ni o'simliklar turlari qirilib boradi. Mana shunday tarzda aylanma harakat yuzaga keladi. Die jungen Menschen, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, sind viele junge Landwirte oder künftige junge Landwirte. Hozir bizni tinglab turgan yoki ko'rib turganlarning ko'pchiligi yosh dehqonlar, yosh fermerlar bo'lishi mumkin yoki kelgusida yosh fermer bo'lmoqchigan bo'lishlari mumkin. Sie sollen natürlich wirtschaftlich arbeiten auf ihren Feldern, das ist schon klar. Albatta, ular o'zlari o'sha iqtisodiy nuqtai nazardan o'z dalalarida ishlashlari kerak, foyda daromad olishlari kerak. Aber langfristig sind wir alle nur erfolgreich, wenn wir auch Artenvielfalt erhalten.
va biz uzoq muddat, ya'ni demak, uzoq davomiylikni saqlab qolgan bo'lardimizki, demak, biz o'sha o'simliklar va hayvonlarning xilma-xilligini saqlab qololganimizda. Denkt bei der Düngung, denkt bei Einsatz von Chemie, denkt an die Lebensgrundlagen für die Tiere. Demak, oziq yerga o'g'it solayotganingizda, yerga turli vositalarni ishlatayotganingizda, demak, hayvonlarning oziqa manbalari haqida ham o'ylanglar. Entfernt nicht jeden Busch, entfernt nicht jedes Gestrüpp am Wegesrand. Es sind Nistplätze für Vögel und andere Tiere. Yo'lning chetidagi yoki o'sha yerdagi har qanday o'sha kichkinagina butani yoki har qanday bir o'sha daraxtni yoki o'sha o'simlikni yo'qotmang. U o'sha qushlarning ini bo'lishi mumkin. 21 bitte. Ja. Vögel sind insbesondere bedroht, habe ich schon erwähnt. Demak, qushlar o'sha katta xavf nimasida turishibdi, arafasida turishibdi. Aber auch weltweit viele Tierarten aktuell. Va dunyo bo'ylab haqiqatda juda ko'p hayvon turlari ham shu xavf. Ja, zurück zu 11. Tiere, Pflanzen haben wir schon jetzt besprochen, kommen wir zum Thema Tierwohl. Mana biz o'sha hayvonlar haqida, o'simliklar haqida gapirdik. Endi hayvonlar farovonligi. Großes Thema für die Landwirtschaft. In Deutschland ein ganz großes Thema, in ganz Europa auch. Der Verbraucher, er will natürlich Fleisch, Milch mit einem guten Gewissen kaufen. Va iste'molchi albatta sut yoki go'shtni yetarlicha sotib olishni xarid qilishni xohlaydi. Es soll eigentlich am besten von glücklichen Tieren kommen. Lekin ular o'sha baxtli yashagan hayvonning mahsulotlarini sotib olishni xohlashadi. Deswegen gehen auch immer mehr Verbraucher direkt zum Landwirt und kaufen dort ein, um das zu sehen. Shuning uchun shunday iste'molchilar paydo bo'lyaptiki, hozir ular to'g'ridan-to'g'ri o'sha chorvadorni yoki dehqonning oldiga borib, o'z ko'zlari bilan ko'rib o'sha mahsulotni sotib olishadi. Für den Landwirt ist es wichtig, gesunde Tiere zu haben. Va dehqon uchun ham, chorvador uchun ham sog'lom hayvonga, o'sha molga ega bo'lish qulay. Tiere, die sich wohlfühlen. Yaxshi yashaydigan hayvonlar. Nur Tiere, die sich wohlfühlen, bringen eine optimale Leistung. Qulay, osuda yashagan hayvonlargina haqiqatan yaxshi mahsulot beradi. Nur von Tieren, die sich wohlfühlen, gibt es eine optimale Qualität. O'shandagina yaxshi yashagan hayvonlardagina optimal sifat paydo bo'ladi o'sha mahsulotlar. Solche Tiere verursachen weniger Kosten zum Beispiel durch für Tierärzte und so weiter. Va bu kabi hayvonlar demak o'sha turli mol doktorlari yoki o'shalar unchalik ko'p ehtiyoj sezmaydi chunki ular yaxshi yashashgan. Tiere in auszupressen in ihrer Leistungsfähigkeit ist eine ganz kurzfristige Vorgehensweise. Demak ular o'sha hayvonlar ya'ni sıkı holatda yashayotgan hayvonlar demak faqatgina qisqa muddat uchungina yashayotgan, ishlatilayotgan hayvonlar hisoblanadi. Das funktioniert nur kurzfristig, die Lebensdauer und die Leistung der Tiere wird kürzer sein. Ularning yashashi, ya'ni o'sha qisqagina qisqa muddatni ko'zlangan qilinadi va ular keltirayotgan mahsulotni ham shunday qisqa muddatga. Tierwohl heißt, Tiere sollten sich im natürlichen Verhaltensweisen sollten natürliche Verhaltensweisen an den Tag legen können. Hayvonlar farovonligi deyilganda hayvonlar tabiiy sharoitlarda yashashlari kerakligi tushuniladi. Tierwohl heißt, Tiere sollten frei sein von Hunger und Durst. Demak, hayvonlar farovonligi deganda ochlikdan yoki o'sha chanqoqishdan ular yiroq bo'lishlari kerak. Nicht irgendwo kurz angebunden sein ohne Wasser. Va ular bir joyga o'sha qisqagina o'sha ip bilan bog'lab qo'yilib suvsiz qoldirishlari kerak emas. Frei sein von Schmerz. Va ular hech qanday og'riq hissini sezmasliklari kerak. Frei sein von Verletzungen und Krankheiten. Har qanday kasalliklardan, har qanday o'sha yarador nima zararli chaqalardan uzoq bo'lish kerak. Und frei von Angst und Stress. Qo'rquvdan, stressdan yiroq bo'lishlari kerak. Ja. Tiere haben ein Gefühl, wie wir Menschen auch. Hayvonlarda ham xuddi biz insonlar kabi his-tuyg'u bo'ladi. Sie können leiden, sie haben Schmerzen und sie fühlen Stress. Ular ham og'rig'ini sezishlar mumkin. Ular ham zarar ko'rishlari mumkin. Ular ham stressni his qilishlari mumkin. Deswegen ist eine umsichtige Tierbetreuung entscheidend für das Tier und für den Landwirt. Va shuning uchun ehtiyotkorona o'sha hayvonlarga bo'lgan munosabat ham hayvon uchun yaxshi, ham dehqon uchun yoki chorvador uchun yaxshi.
Das heißt, eine tiergerechte Haltung ist wichtig. Demek hayvanlarni ne hayvanlarni demek tabiiy sharoitda saqlash juda muhim. Tiere, die sich gequält fühlen, werden keine Qualität liefern. Qiynoqda o'zini qiynalgan deb his qilgan hayvonlarda osha ularning mahsuloti sifatli bo'lmaydi. In Deutschland führen wir gerade eine Diskussion über die Käfiggröße für Schweine. Demak, hozir biz Germaniyada shunday bahs-munozara olib borilyaptiki, demak, cho'chqalarning saqlanadigan o'sha setkalarining kattaligi. Es gab große Themen in der Welt, in vielen Staaten zum Thema Legehennen. Demak, hattoki o'sha tovuqlarni o'sha ko'paytiradigan kurt tovuqlarning o'sha yotadigan joylarigacha gap bo'lgan. Es darf nicht sein, dass Tiere wie Legemaschinen arbeiten. Ular xuddiki o'sha yotib mahsulot beradigan mashinalar singari tutilmasligi kerak hayvonlar. Das widerspricht einer Ethik. Bu demak etikaga to'g'ri kelmaydi. Aber liebe Freunde, liebe junge Menschen, es ist auch unklug und kurzsichtig. Bu demak bu aqlsiz, ya'ni demak aqlsiz qilinadi va qisqa muddatni o'ylab qilinayotgan ish faoliyat hisoblanadi. Ihr seid die Zukunft. Ich möchte an euch appellieren, seid klug. Siz mamlakat, siz kelajak egalarisiz. Demak, men sizlarni shunga chaqirmoqchimanki, aqlli, oqlona ish yuritinglar. Behandelt die Tiere, die eure Nutztiere sind, wie man sie gerne nennt. Sizlar demak o'zingizlarga foyda keltiradigan hayvonlardan, o'sha hayvonlarga alohida e'tibor qaratinglar. Behandelt sie gut, ein bisschen wie Partner. Xuddi hamkoringiz sifatida munosabat bildiring. Kühe, Schafe, Ziegen, qo'ylar, echkilar, Pferde, otlar. Sie verdienen Respekt und eine gute Behandlung. Ular ham hurmatga sazovordirlar, ular ham o'sha yaxshi parvarishni xohlashadi. Dann werden sie auch die Leistung bringen und die Qualität, die euch hilft. Ana undan keyin sizga foyda keltiradigan, sizga yordam beradigan sifat va o'sha daromad keltirishadi. Ja. Bitte Elf. Für die Zukunft ist es entscheidend in der Landwirtschaft und insgesamt in jedem Staat, so auch in Usbekistan. Demak, bu yerda mamlakat kelajak uchun, demak, O'zbekiston uchun ham boshqa mamlakatlar uchun ham alohida o'rin tutadigan holatlar bor. Dass wir eine gute Balance finden zwischen Wirtschaftlichkeit, also effektiver Ökonomie. Demak, bu yerda o'sha balans bo'lish kerakki, iqtisodiyot und der Ökologie. Va ekologiya o'rtasida. Wenn wir die Ökologie zerstören oder stark beschädigen, wird auch eine gute Wirtschaft, insbesondere in der Landwirtschaft, nicht mehr möglich sein. Agar biz ekologiyani barbod qiladigan bo'lsak yoki zarar keltiradigan bo'lsak, demak iqtisodiy nuqtai nazardan ham muvaffaqiyatga erishmaymiz. Und deswegen, das sind große Herausforderungen. Es wird immer mehr Menschen geben mit immer weniger Ressourcen auf der Erde. Demakki, insonlar o'sha shunday bir talab shunday bo'lyaptiki, insonlar ko'paygan sari resurslar kamayib bormoqda. Für die wir Nahrung, Energie und Materialien benötigen. Demak, ularga demak, ozuqa kerak bo'ladi, energiya kerak bo'ladi. Deswegen ist es notwendig, über neue Ideen nachzudenken. Shuning uchun yangi ideyalar haqida fikr yuritish kerak. Neue Produktionsformen, die nachhaltig sind. Va uzviy bo'lgan va kelajakni ko'zlagan, demak, yangi ishlab chiqarish shakllarini, formalarini ko'rib chiqishimiz kerak. Und dies betrifft insbesondere auch die Landwirtschaft. Va aynan bu narsa esa qishloq xo'jaligiga ham daxldordir. Ja. Ja, liebe Freunde, bitte zu 22. Ich habe vorhin erwähnt schon Ethik und Vorbildverhalten. Boya aytib o'tganimdek, demak, etika va namuna ko'rsatish. All das, was ich gesagt habe zum Umgang mit der ganzen Natur. Demak, boya hammasi esa, demak, tabiat bilan munosabat haqida boryapti. Wasser, Boden, Luft. Su, yer, havo. Klima. Iqlim. Schonung der Ressourcen. Resurslarni tejash. Erhaltung einer Pflanzenvielfalt. O'simliklar xilma-xilligini saqlab qolish. Erhaltung von Tiervielfalt. Hayvonlar xilma-xilligini saqlab qolish. Umgang mit Tieren im Thema Tierwohl. Hayvonlar bilan munosabat, demak hayvonlarning farovonligi. All dies sind große Themen für die jungen Landwirte. Demak bu barchasi, demak yosh dehqonlar, yosh fermerlar uchun muhim bo'lgan mavzulardir.
Sie können die Zukunft gestalten. Siz kelajakni qurishingiz mumkin. Vieles wird Ihnen überliefert, sehr positiv, aber Sie können auch beobachten, wo es Veränderungen vorzunehmen gilt. Va sizga taqdim etilayotgan narsalar, ijobiy taqdim etilayotgan narsalarni siz qayerlarda o'zgartirish kerakligini ham o'ylab ko'rishingiz kerak. Die jungen Menschen von Usbekistan, so sehen wir das auf diesem schönen Bild, sie bauen, sie gestalten, sie backen die Zukunft. Va mana ko'rib turganingizdek, siz yoshlar, ya'ni yosh insonlar, demak, siz kelajakni qurasizlar, kelajakni o'zingizlar yaratasizlar. Sie halten sozusagen, wie das Bild zeigt, die Welt der Zukunft in ihren Händen. Mana siz mana rasmda tasvirlanganidek, o'sha kelajakni o'z qo'lingizda ushlab turasiz. Und deswegen wünsche ich der Jugend von Usbekistan. Shuning uchun men hozir O'zbekiston yoshlariga shu narsani tilaymanki, dass sie sich über das Gute freut, das Usbekistan hat. Hozir O'zbekistonda mavjud bo'lgan bu o'sha barcha yaxshi narsalardan mamnun bo'ling, xursand bo'ling. Dass sie die Herausforderungen erkennen. Sizlarga qo'yilayotgan talablarni his qiling. Dass sie nachhaltig wirtschaften. Demak, uzviylikni saqlagan holda iqtisodiy yuksaling. Und bei allem an das Ganze denken. Va barcha sohada hamma narsa haqida o'ylang. Alles, was Sie tun, zum Beispiel beim Düngen, hat Konsequenzen für alles. Siz qiladigan barchasida, hattoki masalan oddiy o'sha o'g'itlashda ham uning o'ziga xos o'sha talofatlari yoki o'ziga xos taraflari bor. Und kurzfristiger Erfolg ist nicht gut, wir brauchen langfristigen Erfolg. Qisqa muddatli muvaffaqiyat kerak emas, bizga uzoq muddatli muvaffaqiyat kerak. Wir, die älteren Menschen, sollten offen sein für Veränderungen durch die Jungen. Biz, ya'ni biz kattalar, demak, yoshlar tomonidan qilinadigan o'zgarishlarga ochiq, samimiy yondashishimiz kerak. Ihnen Rat geben, wenn sie möchten. Ularga kerak bo'ladigan joyda maslahat berishimiz kerak. Ihnen aber auch den Freiraum geben, neue Wege zu gehen. Va ular yangi yo'llardan yurishlari uchun ularga erkinlik yaratib berishimiz kerak. Und dafür ist in Usbekistan die Jugendunion mit dem Pharmarat eine hervorragende Organisation. Va bu yerda aynan O'zbekistonda Yoshlar ittifoqi O'zbekiston yosh fermerlar kengashi bilan birgalikda juda ham yaxshi bir tashkilot hisoblanadi. Sie macht Bildungen, Weiterbildungen auf allen Gebieten. Ular demak turli o'quv tadbirlari va turli tadbirlar uyushtirib, ular yosh fermerlarga taqdim etishadi. Vielleicht konnte ich heute in diesem schnellen Durchmarsch durch viele Gebiete der Zukunft auch einige Aspekte aufzeigen, wo es Handlungsbedarf gibt. Men bu yerda mana shu tezlik bilan hozir qayerda o'sha zarurat bo'ladigan bo'lsa, bir necha nima aspektlarni ko'rib o'ta oldim deb o'ylayman. Dann sollten wir das für weitere Webinare aufgreifen mit besonderen Experten, die dazu Auskunft geben können. Va aynan keyingi webinarlarimiz masalan ekspertlar orqali o'zlarining o'sha informatsiya ma'lumot beradi oladigan ekspertlar orqali keyingi webinarlarimizni ham davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Wir unterstützen den Staat von Usbekistan, wir unterstützen die Jugendunion. Biz O'zbekiston davlatini qo'llab-quvvatlaymiz. Biz O'zbekiston yoshlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Wir unterstützen die jungen Menschen. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Und damit die Zukunft des Landes. Bu bilan esa mamlakatning kelajagini qo'llab-quvvatlaymiz. Die Jugend wird gebraucht mehr denn je. Va albatta yoshlar hamma joyda zarur. Deswegen freue ich mich, dass ich heute diese Gedanken vortragen konnte. Va men bugun o'zimning bu fikrlarimni ayta olishdan juda ham mamnunman, xursandman. Bitte 23. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Men e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Und stehe jetzt aber gerne für Fragen zur Verfügung. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, men tayyorman. Gerne auch für Spezialthemen dann aus diesem großen Topf, den ich angesprochen habe, vielleicht für eine Fortsetzung von Bildungsmaßnahmen. Va agar bu yerda o'sha umumiy mavzulardan, demak, maxsus mavzular bo'yicha biror bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, davom ettirishimiz mumkin suhbatimizni. Heute wollte ich Sie wachrütteln. Men bugun sizlarni uyg'otmoqchi edim. Gutes aufzeigen. Yaxshilarni ko'rsatmoqchi edim, yaxshiliklarni ko'rsatmoqchi edim. Uzbekistan hat viel, viel Gutes. O'zbekistonning hali ijobiy jihatlari, yaxshi taraflari, yaxshiliklari, yaxshilari, narsalari ko'p. Viel mehr als manche andere Länder. Ba'zi bir mamlakatlarga qaraganda juda ham ko'proq. Pflegen Sie das. Bu narsani parvarish qiling. Und setzen Sie dort an, wo wir Probleme für die Zukunft sehen. Va biz kelajak uchun muammo bo'ladigan joylarga munosabat bildiring va o'sha yerga harakat qiling. Und jetzt viel Erfolg.
Hozir esa sizlarga muvaffaqiyat tilab qolaman. Und jetzt aber Fragen bitte. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Suche den, sehe ich. Mhm. Ja, das ist, welche Fragen gibt es von den Menschen? Matthias, Entschuldigung, aber in Zoom jetzt keine Frage, aber alle Leute sehen in YouTube. Aha, okay. Sehr gut. Mhm. Ablasis? Bitte? Bist du noch dran? Ja? Ja, gibt es Fragen? Sawallar borma, marhamat. Ich sehe den Herrn Kunzel. Ich sehe den Herrn Kunzel im Hintergrund auf dem Bild. Ja. Herr Wrangler, das war einer in der Tat sehr guter Vortrag. Vielen herzlichen Dank natürlich. Sie haben natürlich alles so gut, wie gesagt, erzählt, was in Deutschland und in Usbekistan sehr, sehr wichtig für weitere Behaltung dieser Natur und natürlich die, nicht nur Natur und Menschlichkeit und ich meine Menschheit und der Zukunft der Leute. Das ist sehr, sehr wichtig natürlich für alle. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Wagner. Sehr gern, sehr gern, sehr gern. Sie haben in der Tat alles gut verglichen, deutsche und usbekische, einige Sachen, die in der Tat wir Usbeken was ändern müssen oder was von Deutschen lernen müssen natürlich. Mhm. Und Sie haben natürlich erwähnt, einige Sachen zum Beispiel mit dieser Motor, Autos, Motors, was wir in der Tat sehr lange halten wollen oder lieben, so, mögen das sogar. Das waren natürlich richtige Bemerkungen von Ihrer Seite. Es sollte ein großer Überblick sein über die Themen. Man muss dann jedes Thema nochmal direkt vertiefen, um den jungen Menschen konkret Rat zu geben, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich. Bu turli mavzularda abzor sifatida bo'lish kerak edi. Shuning uchun o'sha abzor sifatida hammasini ko'rib, keyinroq esa batafsil ko'rib chiqish mumkin iloji bo'ladi. Ja. Wenn keine Fragen sind, dann bitte. Ja, savollar bo'lmaydigan bo'lsa. Matias, Matias, katta rahmat ajoyib webinar uchun har bitta elementni o'sha mayda-mayda qilib oddiy tilda erinmasdan tushuntirib bergan uchun katta rahmat deb aytamiz Matias. Vielen herzlichen Dank Matias auch mal für ausführliche und für detaillierte Erklärung aller Elemente. Sehr gern, sehr gern. Ja. Mavzuga oid savol yo'q. Mavzudan tashqari savollar kelgan, uni o'qib eshitirmaymiz. Lekin nima deydi? O'sha mavzuga oid juda ham ijobiy fikrlar bildirildi mana chatimizda va shu kabi nimalarni mana yozishyapti. Shu kabi o'sha webinarlarni nima deydi, ommaviy axborot vositalarida kengroq e'lon qilib borish kerak deb fikrlar bildirishyapti hozir bizni ko'rayotganlar. Es gibt keine Frage zum Thema, es gibt dann andere Fragen, aber dann gibt es Feedbacks gerade. Die Jugendlichen möchten oder die jungen Menschen möchten dann auch mal weitere solche Webinare oder solche Veranstaltungen dann auch in den Massenmedien, in den weiteren Massenmedien auch. Sehr gerne. Durch uns. Bei Jonathan. Uns wo, ja. Bei Jonathan, wo nachher auf uns geteilt bo'lmasa o'sha yana bir o'zini samimiy nima deydi samimiylik bilan o'tkazib bergan webinar uchun Matiasga rahmat aytamiz va Nurdon aka sizga ham rahmat shu yerda bizni nima qilib turganingiz uchun. Wir bedanken uns dann bei Herrn Wangler, bei Matthias dann auch mal für ehrliches, für freundliches Webinar. Und dann auch mal danke an Herrn Konsul. Ja. Sehr gerne. Shu bilan webinarimizni bugungi webinarimizni ham tugatsak bo'ladi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Bizi kuzatishda davom etinglar. Keyingi webinarlarda uchrashguncha xayr. Xayr Matias. Bis zum nächsten Mal. Xayr. Salamat bo'ling. Schöne Grüße nach Frankfurt und alles Gute für Usbekistan, für alle Menschen und für den gesamten Staat. Barcha yaxshi tilaklarimizni o'zbekistonliklarga tilab qolamiz. Salomlarimiz. Und nochmal beste Grüße nach Frankfurt an den Herrn Konsul.